Cookies, Comic Cookies, lecker. Wir sind in Frankfurt. In Frankfurt findet dieser Tage die Buchmesse statt. Und mit dieser Buchmesse zusammen finden einige Signiertermine statt. Zum Beispiel oder vor allem im T3. Und da habe ich einen jungen Mann getroffen, der könnte euch eventuell bekannt vorkommen, denn er war schon mal in der einen oder anderen Spezialepisode zu hören. Sag doch mal kurz, wer du bist. Hi, ich bin Patrick. Ich bin öfter hier auf den Signierstunden und ein paar kennen mich vielleicht noch als Pennywise von Panini. Als Pennywise von Panini? Was? Pennywise. Pennywise von... Ja, der Name ist an Pennywise angelehnt, von daher. Okay. Ja, du bist jetzt hier bei den Signierstunden in Frankfurt. Welche hat man denn jetzt schon? David Boller, Heiko Hörnchen. Das war gestern. Also wir genau nehmen jetzt heute am Buchmessen Donnerstag auf. Heiko Hörnig. Ja. Hilf mir mal auf die Sprünge. Marius Palitzer. Und ja, Wolfgang Büchs. Okay, ich erlöse dich. Wolfgang Büchs ist der Dritte heute. Also wir haben ja immer so die Paarung. Also gestern hat man einen Einzelnen und heute haben wir ein Pärchen dabei und einen Einzelnen. Und dasselbe haben wir im Grunde am Samstag auch nochmal, ne? Ja. Auf wen am Samstag freust du dich am meisten? Na, auf die Empfehlung vom Ecki, den er so großartig organisiert hat. Na, auch da ist mir... Der Herr Prado. Der Herr Prado, auf jeden Fall. Und du weißt auch die anderen Namen. Ich stürze mich da oft blind rein, weil ich weiß, es wird gut. Jetzt ist Buchmesse ja auch nicht nur in Frankfurt in der Innenstadt, hier im T3, sondern vor allem halt im Messegelände. Willst du auch die Buchmesse selbst besuchen? Ich werde die Buchmesse wahrscheinlich wegen Flix besuchen, weil dann komme ich wahrscheinlich endlich mal dazu, Spirou in Berlin zu lesen und auch mir von ihm vielleicht ein Masopilami in mein jetzt entjungfertes Sketchbuch reinzeichnen zu lassen. Ja. Hat mich schon die letzte Zeit gereizt, aber es hat sich noch nicht wirklich ergeben, dass ich da jetzt reinlesen konnte. Kurz zur Erläuterung, warum hier ein bisschen Lärm ist. Wir sind also mitten in der Innenstadt von Frankfurt, deswegen ist es hier ein bisschen etwas lauter heute. Hier wird auch noch gebaut drumherum, also haben wir noch ein bisschen Baustellenlärm, aber das macht sie atmosphärisch. Ne? Richtig, so. Ich habe ja eben noch gefragt, wollen wir anders hingehen? Nö, soll ein bisschen Frankfurt rein in den Podcast. Ja, genau. Welcher ist denn von den bisherigen Signierterminen oder welcher Sketch, den du da bekommen hast, was war denn so dein Highlight bisher? Mein Highlight war von Ben Stanback, unter anderem der Hellboy. Also es gab wirklich viele, richtig viele, um das jetzt wirklich einzeln aufzählen zu können. Aber wie du gesehen hast, ich fand den Hellboy ziemlich gut. Baby Groot von, wie hieß er? Scotty Young? Nee, nicht Scotty Young. Okay. Dann weiß ich es leider auch nicht. Merkt ihr die noch? Egal. Ich werde jetzt einfach ein bisschen weniger dumm zu stehen. Dieses Sketch. Nee, ich meine jetzt bei den aktuellen Terminen. Jetzt bei den hier. Aktuellen Terminen, da wird auch nochmal David Boller, wird auch auf der Buchmesse vertreten sein. Das weiß ich. Und Cross Kalt wird wahrscheinlich auch wieder ein, zwei Zeichner oder Autoren im Schlepptau haben. Und vor allem auf dem Comic-Satellit, so habe ich mir sagen lassen, wären wirklich wieder einige Zeichner und auch Cosplayer vertreten. Gehst du denn noch auf eine andere Veranstaltung vom Comic-Satellit? Weil es ist ja jetzt hier das T3, ja klar, aber
da sind halt die Zeichner, die wir jetzt schon gesagt haben oder auf die wir beim nächsten Mal noch mal ein bisschen eingehen werden. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Rahmenprogramm drumherum. Hattest du da noch irgendwas auf dem Schirm oder eher nicht? Durch meine momentan eine gesundheitliche Beeinträchtigung. Momentan habe ich noch nicht so viel geplant. Ich nehme, was ich kriegen kann und ich werde wahrscheinlich mit einem Kumpel hinfahren, der dann auch nicht so viel sich dann da geben wird, sondern der wollte einfach mal die Buchmesse sehen. Und da werde ich wahrscheinlich dann auch mit humpeln. Aber wenn sich was ergibt, wieso nicht? Was sind denn deine persönlichen Erwartungen jetzt von der Buchmesse? Also klar, du hast da jetzt schon den einen oder anderen Zeichner genannt, wo du hinten willst, zum Flix zum Beispiel. Aber gehst du im Grunde nur wegen der Comics und Sketche dahin oder hast du noch andere Ziele? Nein, vor allem wird auch Sonntag vieles abverkauft. Da kann man das ein oder andere Schnäppchen dann eben schießen, was es auch interessant macht. Und es ist ja eben leider schade, dass der Comic-Bereich ein bisschen ausgegrenzt war. Deswegen muss man sich da ein bisschen mehr durchfriemeln und durchsuchen als die letzten Jahre. Also du hast auch vor, dann wenn am Sonntag zu gehen, oder was? Ja. Schade. Weil sonst hätten wir vielleicht am Samstag ein kleines Resümee gehabt. Aber nee, klar, wenn du erst am Sonntag gehst, dann... Ja, aber wir sehen uns wahrscheinlich auch Samstag auf der Signierstunde. Und ja, wenn sich das irgendwie ergibt, werde ich auch Samstag auf der Buchmesse sein. Aber bei 20 Euro Eintritt überlegt man es sich eben zweimal. Ist das nochmal teurer geworden als das letzte Mal? Ich glaube ja, dass es bei 20 Euro liegt, habe ich gelesen. Ja. Naja, gut, okay. Ich würde sagen, damit haben wir, oder willst du noch irgendwas nachreichen, den Künstler von... Ja, sag, Christopher Tauber war zum Beispiel auch einer der wirklich guten, oder hier, wie heißt der? Ja, wenn du das nicht weißt, ich kann es dir nicht sagen. Aber schöne Geschichte hier, ja. Ja. Ja, also... Nee. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, liebe Hörer, aber ja, da hat er schon ein paar ordentliche Schmuckstücke drin in seinem Sketchbuch, der Patrick. Und ja, wir hören dich ja auch immer mal noch in einem anderen Podcast. Vielleicht willst du da noch was kurz zu erwähnen? Ja, ich bin jetzt öfter bei... Mit einem von uns sehr befreundeten Podcast, muss ich dazu sagen. Ich bin mehr oder weniger zufällig ein paar Mal in die Podcasts mittlerweile von Andi vom Telestammtisch reingestolpert, der mal bei uns... in unseren Stammtisch reingestolpert ist und seitdem habe ich mit ihm auch Kontakt und es hat sich auch so ergeben, dass ich jetzt vor ein paar Wochen, als ich meine Füße hochlagern musste, vom Bett aus mit ihm einen Podcast aufgenommen habe über Skype. Da geht es um Comic-Empfehlungen, das kann man schon mal so anteasen. Okay, also wird demnächst wahrscheinlich irgendwann erscheinen dann. Wahrscheinlich, wenn der Andi aus dem Urlaub kommt oder wenn er das irgendwie bearbeitet hat. Naja, gut, okay. Das sehen wir ja dann. Okay, dann danke ich dir soweit mal und dann guck mal am Samstag einfach nochmal, wenn wir die anderen Signiertermine auch noch durch haben. Und vielleicht warst du ja dann doch mal kurz auf der Buchmesse oder so und dann sprechen wir da. Wie gesagt, schreib mich an, dann können wir uns da auch gerne verständigen und abklären. Kriegen wir hin. Okay, alles klar, bis dann. Bis dann. La 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 la. Im Rahmen der Buchmesse habe ich eines der deutschen Comicverlage Nummer 1 getroffen. Stell dich doch mal kurz vor. Hallo, mein Name ist Klaus Schikowski und ich bin beim Carlsen Verlag verantwortlich für den Bereich Comic und Graphic Novels. Jetzt haben wir ja zwei Jubiläen aktuell zu feiern, oder? Zumindest zu feiern gehabt, letztes Jahr 50 Jahre Carlsen Comics und dieses Jahr 80 Jahre Spirou. Was waren denn aus deiner Sicht so die Highlights dieser beiden Jubiläen? Im letzten Jahr, das 50-jährige Carlsen-Jubiläum, da war ganz, ganz klar das Highlight, nicht nur das Feiern dieses Jubiläums oder das Feiern von 50 Jahre Carlsen-Comics, mit denen jetzt so ziemlich jeder aufgewachsen ist in Deutschland, sondern vor allen Dingen, neben den Veröffentlichungen und dem Feiern, vor allen Dingen die Resonanz, die durch Seiten der Leser kam. Also das war überwältigend und das hat mir einfach nochmal gezeigt, dass Carlsen-Comics eine der wichtigsten Marken in Deutschland einfach ist. Und
Und dass das natürlich auch eine hohe Verantwortlichkeit ist, die man dann da hat, wenn man da als Chef tätig ist. Und insgesamt habe ich mich sehr, sehr gefreut darüber, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass wir durch die Promotion zum Jubiläum, dass wir dadurch einfach auch nochmal neue Leserkreise erschließen konnten und dass einfach nochmal neue Leute Comics kennengelernt haben, weil es ist ja schon ein Stück weit so, dass, viele Comicleser einfach seit sehr, sehr vielen Jahren dabei sind und es ist natürlich sehr, sehr schön, wenn dann neue Leser hinzukommen. Und damit komme ich jetzt schon zum Spirou-Jubiläum, weil das ist, glaube ich, für mich das Fantastischste daran. Also Spirou ist ja eine Reihe, die auch schon seit den frühen 80ern bei Carlsen ist und man die ganz Älteren kennen sie dann auch aus den Publikationen von Kauka, wo sie als Pit und Piccolo noch rumtanzten. Und diese Figur ist einfach immer so ein bisschen im Schatten geblieben der großen franco-belgischen Figuren Tim und Struppi und Asterix. Und es ist gelungen, nach zäher Verhandlung, nach 5 Jahre langem Vorlauf, dass Flix einen Spirou zeichnen darf. Und bislang ist das absolute Highlight dieses Jahres, dass ein deutscher Zeichner Spirou schreiben darf. Überhaupt die Resonanz, die wir gerade aus Frankreich bekommen, ist überwältigend. Also jeder sagt uns, wie toll dieser Band ist. Der wird gemacht in Frankreich auch. Und da habe ich gerade wirklich so ein bisschen schreckig immer wieder zurück und denke, das ist alles größer als wir selbst, was da gerade passiert. Mhm. Und das freut mich natürlich enorm für den Flix, das freut mich für die Figur Spirou, die dadurch nochmal eine größere Aufmerksamkeit bekommt. Ich habe zum Beispiel heute gehört, dass ein kleiner Junge gesagt hat, ich habe diesen Flix gelesen, jetzt will ich alle anderen Spirou-Bänder auch lesen. Und der hat natürlich noch toll was vor sich. Ich meine, der darf die ganzen Franquin-Bände jetzt nochmal lesen. Also dürfte ich die noch einmal neu lesen, das wäre doch toll. Und ich denke aber, jetzt abgesehen von dem Spirou-Jubiläum, dieser Band ist tatsächlich ein Meilenstein für den deutschen Comic. Letzte Woche gab es die Ankündigung, dass Marvel bei Egmont Lucky Luke zeichnen darf und dass wir sind auf einer anderen Stufe jetzt plötzlich, was den deutschen Comic angeht. Und wir haben draußen auch Prado, der hier heute im T3 signiert. Mhm. Der sagte mir eben noch, also so viel Talent wie gerade war in Deutschland einfach ewig nicht mehr unterwegs. Mhm. Es sieht so aus, als habt ihr gerade das goldene Zeitalter des Comics. Mhm. Und wenn wir so wahrgenommen werden, dann ist das natürlich ganz, ganz toll. Ja, kann ich nur bestätigen, weil Spirou war im Grunde auch mein Einstieg zu Carlsen Comics. Also damit habe ich die Carlsen Comics erst entdeckt. Damals noch mit Unterturm und Genre. Und gut, die ganz alten Sachen müsste ich halt alle noch nachholen. Ja? Aber dafür habt ihr ja eure schönen Sammelbände. Also von daher, das passt. Wir waren gerade schon beim Spirou in Berlin von Flix. Wie kam es denn nochmal genau dazu? Ja, das lassen wir jetzt ein bisschen legendenumrankt. Letzten Endes war es tatsächlich so, dass ich mit Dupuis zusammengesessen habe und plötzlich poppte die Idee auf, Spirou in Berlin. Und das hat mich sofort gekriegt. Da habe ich sofort gedacht, ich habe sofort vor meinem geistigen Auge gesehen und ich sagte, da muss ich drum kämpfen. Das ist ja eine fantastische Idee. Und dann war es tatsächlich so, dass mich gefragt wurde, welcher französische Zeichner soll das denn machen? Und dann sagte ich, nein, das machen wir mit einem deutschen Zeichner. Und dann haben sie erstmal ein bisschen den Mund verzogen, aber also nach ein bisschen Überzeugung hat dann auch alles geklappt und mittlerweile können wir total froh und stolz sein, weil so jemand wie den Flix, der das quasi ja auch in seiner zeichnerischen DNA hat, diesen Strich, das ist schon ganz großartig geworden. Das hat, wie gesagt, das hat lange Verhandlungen, zähe Verhandlungen gedauert. Das Vertragswerk, was wir dann unterschrieben haben, das ist Hut ab, das ist eines der hochkomplexesten Vertragswerke, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Okay. Aber wenn man sich jetzt anguckt, was für einen Erfolg wir da auch geschaffen haben, also wie viele Bände, die wievielte Auflage mittlerweile schon und das innerhalb von 3 Monaten, das ist riesig. Ist ja auch sicherlich immer mit gewissen Auflagen verbunden, dann überhaupt an die Figur rangehen zu dürfen, ne? Es ist tatsächlich steht in dem Vertrag drin, welche Figuren nicht benutzt werden dürfen. Also es gibt ja aus dem Franquin-Universum beispielsweise auch noch aus dem kleinen Städtchen Rummelsdorf gibt es ganz viele Nebenfiguren, die dürfen beispielsweise nicht genutzt werden, weil die Franquin sind. Mhm. Und Flix hat natürlich, indem er ganz, ganz viele Easter Eggs eingebaut hat, also ganz viele kleine Dinge in den Bildern drin, hat es natürlich schon geschafft, in das eine oder andere reinzuschmuggeln, was er vielleicht hätte gar nicht gedurft.
gekauft hätte, okay. Aber in dem Gesamtkontext macht das natürlich alles total Sinn. Also beispielsweise gibt es ja auch den Dinosaurier irgendwo zu sehen aus Ein tiefgekühlter Gast haut auf und so weiter und so fort. Mhm. Ich habe gestern nochmal Flix gefragt. Insgesamt sind es, glaube ich, 108 Easter Eggs, die drin sind. Okay. Jetzt habt ihr das ja auch geschafft, dass der Band letzten Endes dann so in Frankreich verlegt wird. Und zwar habe ich gesehen, im Jahr 2021 wird es soweit sein. Warum 2021? Warum nicht jetzt? Das Ganze ist ein bisschen kompliziert, weil Emile Bravo diese große Spirou-Geschichte angekündigt hat, die ja die Fortsetzung ist des Erfolgsbandes. Ein Spirou als junger Tor. Genau. Ja. Er hatte jetzt den ersten Band vorgelegt und er hatte von Anfang an den Plan gehabt, es werden 4 Bände, 80 Seiten. Insgesamt werden es 240 Seiten. Ja. Und daraufhin hatten Dupuy entschieden, nein, da werden wir nebenbei keine anderen Spirou-Bände veröffentlichen, sondern das soll allein im Fokus stehen. Deswegen erst 2021. Kommen wir doch mal von Spirou zu einem anderen Comic-Klassiker, der seit jüngster Zeit bei Carlsen ist, nämlich Clever und Smart. Wie kam es da zur Neuauflage bei Carlsen? Also das war auch ein Plan, den ich schon mitgebracht hatte, als ich zu Carlsen kam. Ich muss gestehen, ich habe mich das all die Jahre nicht getraut, weil ich dachte, nee, Clever und Smart ist ja nicht Carlsen-like. Andererseits dachte ich, was haben wir eigentlich für große Comic-Marken in Deutschland? Und wenn man Clever und Smart sagt, das ist eine der ganz großen Comic-Marken in Deutschland. Und deswegen habe ich das immer so ein bisschen im Hintergrund vorangetrieben, habe anfangs noch sehr, sehr viele Diskussionen mit Leuten geführt, ob man überhaupt sowas machen soll oder nicht machen soll und wie die reagieren könnten, die Leser und so weiter. Und so fort. Ich habe dann auch Wolfgang Bieler mehrfach getroffen, weil es war mir natürlich total klar, wenn wir die Serie in Deutschland machen, dann darf die nicht Mortadello et Filemon heißen, sondern die muss Clever und Smart heißen. Aber Herr Bieler hat die Namensrechte weiterhin und der war ganz begeistert, dass Carlsen das jetzt machen wollte und wir sind zu einem sehr, sehr guten Übereinkommen da. Da habe ich auch viel zu verdanken, dass wir das machen können und dürfen und jetzt freuen sich alle darüber, weil wir überarbeiten die alte Übersetzung und versuchen das alles so ein bisschen zu modernisieren und ein bisschen anzupassen. Und die Bände sind ein ganz, ganz großer Erfolg. Und das freut mich natürlich auch. Ja, also dem entnehme ich, dass du selbst auch riesen Clever und Smart Fan bist oder zumindest Leser. Naja, ich lese einfach mein Leben lang Comics. Ich bin in den 60er Jahren geboren, 66, und ich habe dann Anfang der 70er Jahre, als ich klein war, habe ich diese Kiosk-Produkte entdeckt. Und ich meine, was gab es damals alles am Kiosk, von den Gespenstergeschichten, von Bastei über Clever und Smart dann halt irgendwann. Und das prägt einfach. Ich habe immer alles gelesen und war natürlich auch total glücklich, als Carlsen dann in den 80er Jahren angefangen hat, Spirou und Fantasio endlich einmal chronologisch rauszubringen. Mhm. Und ich dachte, Mensch, das, was der Andreas Zicknicke da macht, das ist ja fantastisch. Der hat die große Möglichkeit, einfach die ganzen Klassiker jetzt endlich in Deutschland mal chronologisch rauszubringen. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viele Leute geprägt, mich auch. Und aber natürlich Clever und Smart, ja. Ich bin genauso ein großer Schlumpf-Fan, wie ich Clever und Smart-Fan, wie ich Tim und Struppi-Fan bin, sagen wir so. Jetzt gibt es ja eine teilweise neue oder modernisierte Übersetzung von Clever und Smart. Wie kommt die denn bei den Lesern an oder auch bei dir jetzt als einer, der die alte Serie schon kennt? Wir haben da lange drüber gesprochen. Ich habe einen Redakteur, den Steffen Hauptner, der die Übersetzung bearbeitet. Wir nehmen die alten Übersetzungen und er überarbeitet die nochmal, denn es ist tatsächlich so, dass in den 70er Jahren schon recht freizügig und frei übersetzt worden ist. Und er guckt sich daraufhin wirklich jede Sprechblase nochmal an und fasst sie an gegebenenfalls. Und natürlich gibt es ja noch viele alte Gags, die heute überhaupt nicht mehr funktionieren, weil das 70er Jahre Gags sind von Menschen, die heutzutage nur noch ganz wenig Leute kennen. Und da war uns direkt klar, wir müssen das anpassen, wir dürfen es aber nicht komplett verändern, aber wir müssen es leicht modifizieren, damit es nochmal gut lesbar ist. Und ehrlich, die Resonanz, die ich darauf bekomme, ist toll. Also die Leute mögen das sehr, was wir da machen. Und ja, das macht einen dann natürlich auch so ein bisschen stolz, dass man die richtige Idee hatte. Beim ersten Band gab es ja nochmal Neuauflagen, weil der sehr schnell verlagsvergriffen war. Und bei diesen Neuauflagen gab es dann Änderungen im Vergleich zur Erstauflage beim Text nochmal. Kann man die irgendwo aufgelistet sehen, diese Änderungen? Gibt es da eine Dokumentation drüber?
sagen wir mal so, vielleicht ist uns der eine oder andere Rechtschreibfehler unterlaufen, was denn in der zweiten Auflage geändert wurde. Aber sowas werden wir natürlich nicht als Liste herausgeben können. Es ist tatsächlich so, dass wir natürlich dann das perfekte Buch haben wollen. Mhm. Und wenn wir merken, oh mein Gott, warum hat das niemand gesehen von unseren Korrekturlesern, dann ist ganz klar, dann wollen wir das in der zweiten Auflage ändern. Das ist ein ganz normaler Vorgang, der jetzt aber nicht, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt von einer veränderten zweiten Auflage sprechen. Okay. Also das ist dann auch der geregelte Verlauf bei anderen Ausgaben dieser Reihe. Mhm. Ja, so eine Standardfrage, die ich natürlich immer einem Verlagsleiter stelle, den ich treffe. Was sind denn so die erfolgreichsten Titel im Comic-Segment? Das ist jetzt dein Bereich. Erfolgreich beliebteste Titel. Das kommt so ein bisschen drauf an. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Man hat natürlich Bestseller und man hat Longseller. Ja. Und Tim und Struppi ist natürlich ein Longseller. Von dem verkaufen wir immer viel. Und von Calvin und Hobbes verkaufen wir natürlich total viel. Aber besonders stolz kann man dann natürlich auf Erfolge sein, wie jetzt auf den Flix, der sich sehr, 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 sehr gut verkauft. Clever und Smart verkauft sich gut. Oder aber auch Graphic Novels, wie die Literaturadaption Der nasse Fisch von Volker Jüsch, Arne Jüsch und Volker Kutscher, die verkaufen sich auch wahnsinnig gut. Und bei Graphic Novels ist es einfach auch der Fall, dass sich derlei Dinge natürlich auch sehr, sehr stark über einen über das Thema verkaufen. Und oder aber mittlerweile auch, wie ein neuer Kleist ist mittlerweile auch schon ein fester Begriff, wo die Leute sagen, ach, ein neuer Kleist, klar, machen wir, kennen wir. Okay. Seit 2010 gibt es jetzt auch den Gratis-Comic-Tag, analog zum Free Comic Book Day in den USA. Carlsen nimmt da eigentlich jedes Jahr dran teil, soweit ich weiß. Und meine Frage dazu wäre, ob es seitdem einen erkennbaren Anstieg der Comic-Umsätze zu verzeichnen gibt, aus deiner Sicht jetzt. Signifikant nicht, würde ich nicht sagen. Ja. Es ist wirklich für mich weiterhin der Tag, so wie es angefangen hat. Das ist ein Dankeschön an den Handel, wo man Comics veröffentlicht und versucht, eine größere Öffentlichkeit zu finden, dann mit Gratis-Comics. Das ist insgesamt eine tolle Idee. Aber wir haben das bei einzelnen Serien schon besprochen, wo wir Hefte gemacht haben. Da konnten wir wirklich keine signifikante Steigerung der Verkaufszahlen sehen, nachdem wir diesen Band gemacht haben. Okay. Und zu guter Letzt natürlich einen kleinen Ausblick. Auf welche Highlights dürfen sich denn eure Leser in nächster Zeit demnächst so freuen? Wir sind jetzt kurz vor Weihnachten schon. Es ist Mitte Oktober, obwohl es sich gerade anfühlt, als wäre Sommer draußen. Aber nichtsdestoweniger, wir sind kurz vor Weihnachten. Jetzt auf der Buchmesse wurde schon der Andy Warhol von Tippex vorgestellt. Mhm. Das ist eine ganz großartige Graphic Novel. Und ich persönlich freue mich tatsächlich sehr auf die Spirou und Fantasio Box, die den kompletten Run von André Franquin beinhalten wird, alle im Hardcover, mit einer schönen nostalgischen Anmutung. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz feines Ding zu Weihnachten. Lieber Klaus, vielen Dank und gerne. Viel Erfolg weiterhin mit dem Carlsen Verlag. Danke. Im Rahmen der Buchmesse finden im T3 diverse Signiertermine statt. Bei einem der Signiertermine habe ich zwei neue Bücher entdeckt. Zum einen The Cloud und zum anderen Run Wild. Und der Autor dieser beiden Bücher steht jetzt gerade neben mir. Stell dich doch mal kurz vor. Kostas Zachopoulos. Wie kam es zu diesem Projekt? Oh, das ist echt kompliziert. Oder zu diesen Projekten. Du hast jetzt auch schon mehrere Comics geschrieben. Richtig. Habe ein paar Sachen für Image gemacht, ein paar in Popcorn Anthologies teilgenommen und ein Single Issue gemacht, Mr. Universe. Danach habe ich für Marcosia gearbeitet. Wir haben eine Serie gemacht, Misery City, auch als Graphic Novel produziert. Und dann habe ich ein Graphic Novel gemacht, eine alternative Geschichte von Count Dracula, es heißt The Funk.
Es wurde auch in Frankreich Übersetzung produziert als La Mastication du Vampire dans son tombeau. Mhm. Und danach war ich auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Künstler, um The Cloud zu machen. Und zufällig habe ich Vincenzo entdeckt und kennengelernt auf Facebook. Und seitdem arbeiten wir zusammen. In den letzten 4 Jahren. Okay. Für diese beiden Projekte oder gab es da schon andere gemeinsame Arbeiten? Für diese beiden Projekte und zurzeit versuchen wir unsere 3 neuen Projekte zu unterstützen und einen Publisher dafür zu finden. Mhm. Immer noch haben wir gar keine Ahnung, wer diese Bücher kaufen will und produzieren will. Aber ja, wir hoffen, dass es klappt und wir noch ein paar Bücher zusammen schreiben und machen können. Mhm. Gut, Referenzmaterial habt ihr und es sieht super interessant aus. Also das hat mir beim ersten Blick sehr gut gefallen. Jetzt werden sich unsere Hörer vielleicht fragen, wieso spricht der Mann Deutsch? Du lebst in Deutschland? Ja, richtig. Ich bin ein Low-Immigrant. Meine Frau kommt aus Deutschland. Ja. Ich komme aus Griechenland. Mhm. Ich bin nur seit 2013 in Deutschland. Am Anfang im Schwabland, in Baden-Württemberg. Mhm. Danach sind wir umgezogen. Und seit letzten Februar wohnen wir in Bayern, in der Nähe von Augsburg, in einem Dorf. Ja, deswegen spreche ich die Sprache. Aber meine Hauptsprache ist die griechische Sprache. Ja. Trotzdem schreibe ich immer auf Englisch. Ja. Ich denke, dass man ein echter Meister sein muss, um auf Griechisch zu schreiben. Okay. Ja, die Sprache ist nicht so flexibel und nicht so einfach zu kontrollieren. Und man braucht ganz viel Erfahrung. Auf Englisch ist ganz einfach, aber ja. Wie bist du persönlich dazu gekommen, Geschichten für Comics zu schreiben? Hast du schon andere Geschichten vorher geschrieben, in Romanform oder ähnliches? Richtig, das habe ich gemacht. Mhm. Und Comicleser war ich immer, seit ich gelernt habe zum Lesen. Und es war zufällig. Ich habe einen Künstler aus Griechenland kennengelernt, Vasilis Koxilas, hat schöne Sachen auch mit Sim Dimatis gemacht, The Adventures of Augusta Wind. Ganz viele Jahre her hat mir gezeigt, wie man ein Skript schreiben kann oder schreiben muss, falls auch dieses Verb nutzen haben wollen. Ja. Seitdem habe ich mit vielen verschiedenen Künstlern gearbeitet. Aber ich muss sagen, dass seit ich mit Vincenzo arbeite, habe ich auch gefunden meine eigene Stimme und Stil. Und das ist nicht so einfach zu finden. Man braucht ganz viel, man muss arbeiten. Man muss sehr, sehr intensiv arbeiten. Man muss ganz viel Zeit investieren. Man muss bereit sein, zu verstehen, wo die Fehler liegen, um weiterzumachen, um sich zu entwickeln. Es ist ganz einfach, denselben Rezept wieder und wieder und wieder und wieder den Lesern zu servieren, aber ich finde es einfach falsch. Deswegen sind auch unsere Bücher, die Leser lieben die Bücher mit Leidenschaft oder sie hassen die Bücher mit Leidenschaft. Okay. Das finde ich in Ordnung. Mhm. Das ist gut. Mhm. Ja, gut, kann ich nachvollziehen. Also, wie gesagt, das sieht echt sehr experimentell und sehr interessant aus, aber es ist super. Ja, die sind Bücher, die surreal sind, genau. Abstrakt, deren Struktur nicht so eng ist. Es gibt gar keine Antwort, diese Bücher zur Verfügung. Man muss Zeit investieren, Mühe, Energie und du musst in eine Diskussion mit dem Buch kommen. Sonst bekommst du einfach ein Fairy Tale. Aber wenn du diese Bücher Zeit gibst, dann bekommst du etwas anderes. Das ist Creation, das ist Kunst, das ist unsere Stimme. So wollen wir auch arbeiten. Mhm. Wir schreiben etwa, wir brauchen 2 Jahre, um so ein Buch zu machen. Ja. Wir wollen nicht, dass es ein Buch ist, das man in 2 Stunden genießen kann. Ja. Nein. Man soll sich darauf einlassen können und Seite für Seite entdecken und in die Tiefe eintauchen.
Und ich glaube, das ist euch, also so, wie gesagt, auf den ersten Blick jetzt ist das super gelungen. Ja. Kurz nochmal zur Veröffentlichungsform, weil die liegen ja jetzt beide so als Graphic Novels vor hier. Sind die vorher auch immer schon als Graphic Novels angelegt oder sind die in Heftform erschienen oder wie ist das? Nein, nur als Graphic Novels. Nur als Graphic Novels. Und Hardcover. Genau. Der aktuelle Publisher, bei dem die beiden jetzt erschienen sind, ist? Ist Arkeia, eine Division von Boom Studios. Ah, ja. Ja. Genau. Und du hast gesagt, ihr arbeitet schon an den nächsten Projekten. Ich will dich ja gar nicht so viel ausfragen dazu. Das nochmal beim selben Publisher zu bringen, ist immer möglich? Immer noch haben wir gar keine Ahnung. Ihr wisst es einfach noch nicht. Okay. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich für die ausführliche Information. Vielen Dank. Der Comic-Satellit hat diesmal teilweise im T3 stattgefunden, dem Terminal Entertainment hier in Frankfurt. Und im Rahmen dessen hat man hier eine Signieraktion gestartet, die über mehrere Tage hinweg ging. Und den Patrick begrüße ich jetzt zurück. Wir wollen ja noch ein bisschen ein kleines Fazit ziehen, diesmal nehme ich auch auf. Und du wolltest noch mal kurz loswerden, damit steigen wir jetzt ein. Welche deiner bisherigen Signiertermine so ganz allgemein die Lieblingszeichner sind und vielleicht auch die Motive dazu? Also die Zeichner, die waren natürlich alle klasse, von daher kann man nicht von Lieblingszeichnern reden, aber wie schon beim letzten Mal erwähnt, Ben Stanback, der hat auch meinen Lieblingscomic Baltimore, beziehungsweise einen meiner Lieblingscomics namens Baltimore gezeichnet, der spielt im Hellboy-Universum und er hat mir einen Hellboy gezeichnet, aber auch so Künstler wie Ingo Römmling, also die früher noch Stammgäste in Frankfurt waren, sind wirklich ziemlich gut. Auch Felix Mertig hat immer wieder ein gern gesehener Gast. Und auch gerade der Frankfurter Markt muss sich nicht hinter dem Internationalen verstecken. Auch die feuern comic-mäßig schon einiges ab. Marc-Antoine Mathieu war auch jetzt so einer der genialen Zeichner. Der hat einfach von der Rückseite den T-Rex genommen und hat dann seinen... und hat dann den T-Rex-Schwanz einmündernd in eine Tasche von dem Aquafuku, oder wie er ausgesprochen wird, überfließen lassen. Also zwei Seiten, die ineinander übergingen. Ja, wir entschuldigen uns wieder ein bisschen für den Lärm. Wir sind hier mitten in der Frankfurter Innenstadt neben einer Großbaustelle und manchmal ziehen auch heitere Party-People an uns vorüber, obwohl es noch gar nicht so spät ist. Und hier fliegen Aufkleber durch die Gegend. Und der Robert Patrick guckt, blättert begeistert in seinem Sketchbuch. Aber wir wie gesagt. Den Felix Magicat mit seinem genialen Cyborg, der auf einem, wie hieß er, Heinrich Lerchenfeld, auf einem Berg thront. Oder auch Ingo Römmling mit seiner Charisma. Die hat richtig Charisma, ne? Ja. Total. Oder ein Witz, den bestimmt noch niemand gemacht hat. Oder auch Oni mit einer ihrer Eigenkreationen. Ah, ja. Andreas mit Rourke. Meredith McLaren mit einer wirklich netten Poison Ivy. Craig Thompson mit... Ich weiß jetzt nicht, wie der Charakter heißt. Es ist ein Küken aus dem Comic Space Dumplings. Also alle, die den Comic kennen, wissen sofort, was gemeint ist. Genau, und damit bereitet er sich weiterhin vor auf die heutigen Zeichner, denn das war nochmal quasi Halbzeit, hat man am Donnerstag, weil da hat man drei Zeichner gehabt, also die schon erwähnten Zeichner, den Heiko Hörnig und den Marius Palitza? Ich denke, ja. Ja, und den... Sorry, Marius, ich kann mir deinen Nachnamen nie merken, das tut mir so leid. Und den David Boller hatte ich schon erwähnt, ne? Ja. Wenn ich habe es jetzt und den Wolfgang Büchs, genau, ja, richtig. Aber die hat man ja, glaube ich, schon erwähnt, genau. Und das, jetzt hat man heute am Samstag nochmal die Gelegenheit, uns praktisch drei Zeichner und deren uns anzugucken und deren verschiedenen Zeichenweisen und den passenden Autoren dazu. Das ist also ziemlich genau dieselbe Aufteilung, wie wir sie am Donnerstag, also spätestens am Donnerstag, dann mit dem Dienstag eingerechnet auch hatten. Und zwar hatten wir Michael Ross,
Ja, sag du es nochmal. Michael Ross. Genau, bekannt für Totem und der Unfall, wenn genau. Ich mich nicht täusche. Dann Michelangelo Prado mit Leichte Beute. Das ist ein Krimi, wie ich das jetzt so sehe. Mhm. Ein Rentner-Krimi, ja. Vielleicht wieder. Also zumindest vom Kabel. Ja, vielleicht. Aber ich bin gespannt drauf. Vielleicht gibt es ja Rückblenden oder vielleicht ist das wirklich. Nee, es sieht schon sehr interessant aus und sehr düster. Also nur weil Rentner auf dem Cover sind, muss es ja nicht abwertend sein. Mhm. Wir sind nicht bei ZDF und es ist Derek-Zeit, von daher. Das macht auch den Derek nicht so ran. So. Oh je. Und den Zachopolis und Vincenzo Balanzo mit The Cloud. Balzano. Mit The Cloud. Und Runwild. Genau. Ja, die waren auch sehr interessant. Wie gesagt, mit dem Autor von The Cloud haben wir uns ja auch gerade noch unterhalten. So, genau. Dann erzähl doch mal, jetzt betrachtet auf die letzten Tage gesehen. Jetzt haben wir heute, wie gesagt, nochmal drei Signiertermine mit drei Zeichnern und einem Autoren gehabt. Was war davon dein Highlight? Das Highlight war für jeden wahrscheinlich das Autoren-Zeichner-Gespann, weil die haben wirklich schöne aquarellige Zeichnungen in jedes Sketchbuch reingemacht. Haben sich sogar auf zwei Seiten zum Teil ausgetobt. Ausgeweitet. Und während er seine Aquarelle gezeichnet hat, hat der Autor auch wirklich schön mit jedem geredet und für Unterhaltung gesorgt. Also das war wirklich eine coole Kombo. Also ich finde es übrigens, also jetzt mal ganz kurz off-topic, ich finde es übrigens immer wieder ganz faszinierend, wie die Leute gucken, wenn ich dir so ein pimmelartiges Gerät ins Gesicht halte. Ich meine, die rennen alle irgendwie mit dem iPhone rum und quatschen da rein, aber gucken dann, wenn wir hier mal mit einem etwas größeren, dickeren Gerät sind. Manche noch nicht mal mit einem offensichtlichen iPhone. Manchen sieht es auch noch aus, als würden sie selbst Gespräche führen, was jetzt auch nicht unbedingt weniger verstörend ist. Ja. Und ich halte hier, ein etwas größeres Mikro in die Fresse. Vielleicht etwas hallischer, was auch immer. Ja, das sieht halt durch den Pummel so aus und die Leute gucken, als gibt es kein Morgen mehr. Ne? Also was? Naja, gut. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Ja. Leichte Beute, das war dieser, was du schon leicht als Rentnerkrimi betitelt hast. Von Carlsen, deswegen habe ich heute auch mit dem Carlsen-Comics-Chef gesprochen, dem Klaus. Ja? Ja. Wirst du noch hören? Das hast du noch nicht gesehen, dass ich mit dem gesprochen habe. War nicht so offensichtlich diesmal. Okay. Nee, ich habe nur kurz was von Podcast gehört. Da dachte ich, okay, der hat schon vorher was organisiert. Aber der Prado, das ist jetzt auch einer von Eckis Lieblingszeichnern. Von daher bin ich auch da sehr gespannt, weil durch ihn bin ich auch wirklich auf einige Geheimtipps gestoßen, die ich sonst wahrscheinlich in meinem Tunnelblick nie so wahrgenommen hätte. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt. Aber auch bei dem fand ich es sehr faszinierend zuzugucken, wie er denn gezeichnet hat. Das sah sehr interessant aus. Also er hat sich auch sehr viel. Sie haben sich alle viel Mühe gegeben, aber er hat dann wirklich noch mal ein bisschen nachgetuscht, wodurch es noch mal so ein bisschen so eine Art Schattierung und Schärfe gab. Ja, die haben auch. Also da haben auch irgendwie alle ein bisschen was mit Aquarell und Pinsel noch gemacht. Also am Anfang Moment. Nee, hier. Der Michael Ross am Anfang nicht so, also die ersten Sketcher hat er, glaube ich, Outline, aber ich habe dann auch welche gesehen, da hat er noch ein bisschen nachkoloriert. Ja. Aber ja, macht ja nichts. Also auch seine Linienführung fand ich faszinierend. Also sein Stil ist jetzt etwas cartooniger, aber das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch. Der eine oder andere würde sagen, etwas krickelkrakeliger, aber passt optimal. Krickel klingt dann wieder abwertender, deswegen. Nee, ich finde das meistens gar nicht abwertend. Also ich benutze es nicht abwertend. Ich finde es halt eher interessant, ein bisschen teilweise experimentell. Ja. Ich würde es minimalistischer nennen. Oder so. Und er war ja auch sehr stolz auf der Unfall, weil das war sein erster Comic, wo er sowohl als Autor als auch als Zeichner tätig war. Da war er sehr stolz, hat gemeint, er hat seinen Kollegen immer wieder über die Schulter geguckt, was dann das Storytelling angeht und dachte dann, okay, jetzt bei der Unfall, da ist er bereit und zwar für ihn auch eine neue Erfahrung.
Du hast dich trotzdem für das für den Comic Totem entschieden. Ja. Warum? Erstens, weil mein Geldbeutel dann auch nicht so üppig war und weil mich dieses Waldcover und das Kind im Regenmantel, das sich da scheinbar verirrt hatte, erstmal vom Ersteindruck mehr angesprochen hat. Ja. Ja, wir sind eine Attraktion, möchte ich kurz nochmal sagen. Also selbst die Polizei sperrt jetzt hier schon ab, wegen uns wahrscheinlich. Ja, wir sollten uns auf den Marktplatz stellen, dann haben wir noch mehr Publikum, noch mehr Leute. Ja, ich sage ja immer, ein bisschen mal vor Publikum podcasten ist immer geil, aber so vor laufendem Publikum oder aus Autos heraus oder eben guckt uns eine Frau ganz entgeistert an, die offensichtlich gerade auf dem Mond war, weil sie hatte so ein silbernes, basisches Outfit an. Naja, gut. Ja. Naja, aber so wurden wir früher angeguckt, als Comics durch Big Bang Theory und Co. noch nicht so mainstreamig waren, wenn wir schon im Zug Comics gelesen haben, so in etwa mit diesem Blick. Die kennen auch alle noch nicht die Podcast-Serie, deswegen gucken die so komisch. Es gibt nämlich auch eine Serie über Podcasts. Wow. Die gibt es, glaube ich, noch nicht auf Deutsch. Hier mit Zach Braff von Scrubs damals. Und Garden State, also auch ein ziemlich guter, ja doch, Garden State, da hat er sogar Regie. Achso, du meinst jetzt hier Zach Braff. Ja, nee, oder wen meintest du? Ja, nein, ich meine, ich wollte ja kurz auf die Serie kommen. Aber naja, gut, egal. Ja. So, wir schweifen ab. Also, warum hast du dir das Totem gekauft jetzt? Wegen dem Geldbeutel. Wegen dem Geldbeutel und weil mich und wegen Zach Braff. Genau. Und wir alle mögen Scrubs, von daher werden wir mal reinschauen, reinhören, was auch immer, um mal den Schlussbogen zu ziehen. Aber mich hat das Totem mehr interessiert wegen diesem Setting. Wälder können richtig schön düster und abgefuckt sein. Und da war ich gespannt, was sie aus diesem Szenario. Und weil es direkt auf dem Cover eine offensichtliche Anspielung auf S gibt. Da könntest du genauso gut sagen, dass es eine Anspielung auf Dark ist, aber mich hat das schon ein bisschen, ich bin ein riesen S-Fan, ein bisschen mehr daran erinnert. Ich muss halt kurz erwähnen, weswegen ich gesagt habe, dass es eine Anspielung auf S ist. Weil mein Benutzername Pennywise war eine Anspielung auf den... Nein, ich meinte hier. Ja, wegen diesem Kleinkind im Regenmantel. Im gelben Regenmantel. Ja. Das ist wichtig, das muss man dazu sagen. Ja. Ein kleines Kind in gelbem Regenmantel oder auch, wie man es auf Festivals kennen würde, ein Poncho. Es ist schon eher ein Poncho. Aber nicht vom Gulli, sondern im Wald. Im Wald, aber das Kind sieht nicht weniger verloren aus. Genau. Fehlt nur noch der rote Ballon. Ja. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass da viel mit Clowns gespielt wird, aber mit dem Setting. Und es werden bestimmt ein paar wilde Tiere vorbeischauen. Da könnte man schon wieder den Bogen zu Stephen King spannen. Ja, das lassen wir an der Stelle. Es gibt übrigens eine Neuverfilmung von Friedhof der Kuscheltiere. Ja, da habe ich... So, jetzt haben wir den Bogen doch gespannt, oder ich habe ihn gespannt. Du hast mich schon wieder abgelenkt, verdammte Axt. Ich wollte da... Nee, mich erinnert das vom Setting mehr an Stephen Kings Das Mädchen. Das, okay. Da geht es um ein Mädchen, das verläuft sich im Wald. Und man bekommt da auch dieses... Was kenne ich? Rotkäppchen. Ja, das war wahrscheinlich das Remake. Nein, es verläuft sich eben im Wald und man bekommt dieses beklemmende Gefühl wirklich mit. Und wie es dann immer wieder so kleine Strohhalme hat, so von wegen, ja, okay, es findet eine Futterstelle, wo sich... Wir schweifen ab. Ja. So, was ist, also, haben wir noch was zu sagen zu dem Signi-Termin heute? Ja, er war... relativ gut organisiert, also niemand stand wirklich großartig an, jeder wurde bespaßt. Also wenn man das mit dem Gedränge oder den Halbpogo auf der Buchmesse vergleicht, war das deutlich entspannter, vor allem, dass auch niemand nur mit einer Signatur abgespeist wurde, sondern jeder hat seine Zeichnung bekommen. Also allemal entspannter ist sowas immer, also wenn sowas ist, dann... Auf der Buchmesse selbst, ich habe es ja selber schon auch erlebt, also ich kann da auch durchaus aus Erfahrung sprechen, es ist immer schwierig, dann tatsächlich einen Sketch zu bekommen. Einfach, weil man dann natürlich auch eine gewisse Laufkundschaft hat. Und hier im Laden läuft das Ganze dann doch etwas organisierter ab. Im Vorfeld schon gibt es dann halt eine Einladung immer mit den entsprechenden Zeichnern und auch eventuell der entsprechenden Auswahl an Büchern, die man eventuell vorbestellen müsste. Und und dann ist auch einfach gewährleistet, dass jeder dran ist. Genau, und manchmal sogar für Laufkundschaft noch Zeit ist.
Richtig, vor allem auf hier sind die Zeichner auch deutlich flexibler, als wenn eine Meute von 100 Leuten vor denen steht. Dann wird natürlich irgendwann gesagt, ja komm, auch wenn die noch das Beste geben, die Organisatoren sind da etwas mehr dahinter. So, jetzt kommt der Ecki noch. Hallo. Hallo. Ich habe jetzt Feierabend. Feierabend, Feierabend. Jetzt musst du das Feierabendlied singen. Feierabend, wie das duftet. Feierabend. Nein. Okay, egal. Ach, du hast die Signiertermine jetzt noch heute und am Donnerstag und am Dienstag alle gestimmt. Ja. Bist du zufrieden damit? Ja, war sehr, sehr gut. Wir müssen noch ein paar Kunden erziehen, aber insgesamt war es. Immer noch, angenehm. Ne? Also manchen Leuten muss man Sachen 10-mal erklären. Ja. Jetzt bist du aber fertig, gell? Ja, ich freue mich jetzt aufs Wochenende, ganz ehrlich. Ja, es ist dann doch, wir haben es gerade gesagt, es ist prima von euch immer organisiert im Vorfeld. Jeder weiß Bescheid, wann er eigentlich da zu sein hat und was er vorbestellen muss im Zweifel. Deswegen läuft alles um einiges entspannter ab als auf einer Buchmesse oder sonstigen. Aber naja, wie du schon sagst, das kriegen nicht immer alle hin, noch immer nicht. Ja, und vor allem für mich ist es nicht unbedingt entspannt. Ja. Das stimmt, ja. Also für mich ist es schon ziemlich anstrengend, gerade wenn du drei Zeichner gleichzeitig hast. Ja. Die Logistik ist etwas mühsam, aber einer davon, der Prado, war ja mein Lieblingszeichner. Ich muss auch gestehen, diesmal ist der Fanboy in mir durchgegangen. Ich habe sogar zwei Zeichnungen von ihm bekommen. Okay. Und von dem Belzano habe ich mir ein Original gekauft, weil das so lächerlich im Preis war. Okay. Also ich bin richtig happy jetzt. Von daher alles gut. Ist doch auch cool, wenn es sich für dich dann richtig lohnt mal. Ja? Also. Genau. Ja, habe ich verdient. Damit war es das jetzt, glaube ich, dieses Jahr erstmal mit Signiertermin, oder? Man weiß es bei uns nie. Aber im Moment ist nichts geplant, sagen wir es mal so. Es kann noch was passieren, aber im Moment ist nichts geplant. Sehr schön. Dann lassen wir dich jetzt auch einfach erstmal in deinen wohlverdienten Feierabend. Und ja, vielen Dank dafür. Ja, schönen Gruß an die Comic-Cookies. Hey! Danke. Ciao. Mach's gut. Muss halt wieder viel schneiden. Ja. Ciao. Ach du, alles gut. Das bleibt alles so drin. 4-Stunden-Podcast ist coming. Ja, aber ich glaube, das war jetzt eine runde Sache. Jetzt haben wir den Ecki noch mal kurz zu Wort kommen lassen. Ja. Ich glaube, damit sind wir weitestgehend durch. Es war doch immer noch die Attraktion. Abschluss. Ja? Ich weiß auch nicht. Wir sind eben bei einer 4-durchlaufenden Straße. Ja, aber also, es hat noch keiner nach Autogramm gefragt. Also ganz so weit ist es dann doch noch nicht. Tja, woran liegt's? Ist es mein Zynismus oder weil wir beide Comics in der Hand haben und dadurch einige denken, oh Gott, nein. Jetzt habe ich aber noch eine komplimentierende Frage an dich zum Schluss. Aus der kommst du jetzt garantiert nicht mehr heil raus. Du hast heute auf Facebook was geschrieben. es gab die Meldung, dass, oder sagen wir mal, ich habe 5 Fragen an dich. wir machen das jetzt mal spannend, wir machen mal ein Experiment. Ja. Zu welcher Meldung hast du heute was geschrieben auf Facebook? Dazu, dass Iron Fist eingestellt wurde. Und dazu hast du was geschrieben? Dass ich mich drüber freue. Und jetzt kommen meine Fragen dazu. Erste Frage, warum? Iron Fist hat meiner Meinung nach nie diese Weite, um das über 10 Stunden tragen zu können. Für mich waren Iron Fist und Luke Cage ja, so Relikte der 70er, so ein bisschen wie eine Bud Spencer-Terence Hill-Kombo. Und beide können eben keine Serie mit 10 Stunden Laufzeit tragen. Also für mich hätte das einfach gestraffter sein müssen. Und die Choreografie ist jetzt auch nicht unbedingt das Beste. Und ein bisschen ist es auch so eine persönliche Abneigung, weil er immer, ich bin die unsterbliche Iron Fist, dadurch wirkt er auf mich ziemlich arrogant. Zweite Frage, warum? Das ist wahrscheinlich ein eigenes Empfinden, aber ich stehe damit nicht alleine da, sonst hätten sie die Serie nicht gecancelt. Ja. Fallen wir gleich zum Thema ab. Warum? Warum? Warum kommt der arrogant für dich rüber? Weil er einfach unsterblich ist und im Prinzip nichts weiter kann, außer ein bisschen wie so ein Handysuchti, der dauernd seine Faust aufladen muss, rumzukämpfen. Und obwohl er unsterblich ist, stellt er sich oft da ziemlich dumm an und ist unfassbar naiv. So was? Der Typ, der den Unfall mit meinen Eltern überlebt hat, der ist der Mörder. Oh Gott! Wirklich so, es gab für mich einfach Momente. Du kannst das vergleichen wie mit Horrorfilmen, wenn sich da Leute dumm aufführen.
Und so ist das irgendwie für mich mit Iron Fist. Er fühlt sich dauernd dumm auf. Dritte Frage. Warum? Vielleicht ahnst du es schon. Ja. Warum? Nein, wir unterbrechen das an der Stelle. Nein, ich glaube, es ist rübergekommen, was du sagen wolltest. Aber das ist wirklich ein Konzept. Es gibt ja das Konzept, fünfmal zu fragen, warum. Also ja. Wir wären jetzt wahrscheinlich in 3 Stunden noch nicht fertig gewesen. Nein, aber für mich war das einfach die schwächste Serie aus diesen ganzen. Und ich finde, die haben auch das Konzept ein bisschen zu sehr ausgedehnt. Manche Serien könnte man straffen oder kürzen oder miteinander verweben. Ich meine, Luke Cage war auch davor bei Jessica Jones vertreten und da hat sich auch keiner dran gestört. Und die beiden in der Kombo waren ja auch ganz cool. Als einer, der jetzt von diesen Marvel-Serien nicht alle gesehen hat, also ich gebe es ehrlich zu, ich habe bisher die ersten beiden Staffeln Daredevil gesehen, die erste Staffel Jessica Jones und die erste Hälfte Luke Cage. Ja. Punisher freue ich mich noch drauf. Werde ich mir aber garantiert angucken. Mhm. Weil ich halt auch ja auch so ein bisschen die sozialen Medien verfolgt und dann doch ein paar Meinungen mir anhöre und durchlese und so weiter und so fort, hat mich halt Iron Fist bisher auch noch so eher kalt gelassen, wobei ich eigentlich ja auch eher der Typ bin zu sagen, gib dem Ganzen mal eine Chance oder so. Aber wenn du jetzt sagst, das ist nichts für dich oder das ist, du würdest abraten davon, warum sollte ich mir diese Zeit sparen? Natürlich solltest du, wie bei jeder anderen Serie, vielleicht der ersten Staffel eine Chance geben. Vielleicht ist mein Gerede auf dich schon so ernüchternd, dass du mit einer komplett richtigen Einstellung rangehst. Also mit einer möglichst niedrigen Erwartungen reingehen und dann sich vielleicht doch ein bisschen überraschen lassen. Vielleicht genau. Ist es ja... Ich meine, ich mochte auch Suicide Squad, ich mochte auch Batman wie Superman. Da war ich auch durch die negativen Kritiken schon so mit so einer Ich-hab-keinen-Bock-Haltung rangegangen und wurde dann doch positiv überrascht. Vielleicht habe ich dich jetzt genau mit meiner abgefuckten Haltung in den richtigen Punkt gebracht. Aber ich habe die einzige der Serien, die ich nicht weiter verfolgt habe, war eben Iron Fist, die zweite Staffel, die habe ich mir noch nicht gegönnt. Vielleicht machen die sich da besser und irgendwann werde ich mir das bestimmt noch mal antun. Aber bisher ist noch nicht so der große Wille. Da schiebe ich noch mal 10 bis 15 Serien dazwischen, bevor ich so weit bin. Ja, okay. Was wollte ich jetzt noch von dir? Ach so, jetzt wollte ich noch... die wirklich letzte und bloßstellendste Frage überhaupt stellen. Welcher ist denn dein Lieblingspodcast? Puh. Also, wie bei den Zeichnern. Ich mag sowohl die Comic-Cookies als auch den Tele-Stammtisch. Ja, bei beiden bist du da immer mal wieder zu hören. Ja, okay. Ja. Genau, das sagt man jetzt zum Schluss noch. Du wirst beim Tele-Stammtisch natürlich, für den ich hier immer wieder sehr gerne Werbung mache, zu hören sein. Ich glaube, das haben wir am Donnerstag auch schon mal erwähnt, aber in dem Fall ein bisschen Redundanz ist da nicht schlecht. Also da gibt es dich demnächst auch wieder zu hören, ja? Ja, vielleicht noch mit einer kleinen Überraschung, aber mich gibt es noch mal definitiv zu hören. Also alle, die die Comic-Cookies abonniert haben, sollten auch den Tele-Stammtisch auf jeden Fall abonnieren. Oder umgekehrt. Und was schwieriger wird, wenn man den Tele-Stammtisch... Im Prinzip seid ihr wie die Defenders. Wenn ihr jetzt das eine ausschließt, wäre auch ein bisschen schlecht. Ja, wir haben ja auch selbst den Andi immer mal wieder zu Gast. Also von daher... Und Breedstorm ist ja auch bei beiden Podcasts zu Gast. Richtig. Also da gibt es tatsächlich immer wieder Überschneidungen und das pflegen wir auch sehr gerne so weiter und es macht uns riesen Spaß und von daher immer gerne den Tele-Stammtisch hören. Ein echt tolles Format, wie ich finde, und ja, der Andi macht das schon sehr, sehr gut. Ja, kann ich nur so weitergeben. Auch bei ihm bin ich wirklich öfter spontan jetzt in Podcast gewesen und war wirklich super angenehm und man konnte da auch schön diskutieren und auch wieder Comic-Empfehlungen abgreifen, die man so nicht auf dem Schirm hatte. Also wie bei beiden Podcasts eben so üblich. Um mal ein bisschen aus der Superhelden-Schiene oder aus dem Superhelden-Tunnelblick rauszukommen und auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ich meine, das ist unsere Mission. Ja. Ich meine, wir gucken ja nicht nur Superhelden-Filme, wir gucken auch
da im Filmbereich deutlich. Venom zum Beispiel. Ja. Also als nicht zu Venom, oder? Nein. Ich weiß, du guckst auch gerne mal so Horrorfilme und sowas. Natürlich. Also von daher, so Zeugs. Oder auch ab. Schickst auch manchmal Bilder, die aussehen wie Horrorfilme. Ja, aber zu dem Zeitpunkt sah die Situation eben schlimm aus und es sah so aus, als müsste ich einiges absagen. Da hat eine Kanüle in meinen Arm gesteckt, die ich nicht. Brauch mir jetzt an der Stelle gar nicht auszuwalzen. Das ist. Nö, zur Not schneid das raus. Nein, alles gut. Wir haben ja nicht zu viel verraten. Ja. Am besten lieber Patrick, Robert. Nee, wie heißt du jetzt? Ich nenne dich immer Robert Patrick, das ist so. Oder Patrick Robert? Jetzt eh bis zum Lebensende. Wie haben wir dich jetzt genannt? Patrick Robert, ne? Ja. Weil der andere heißt Robert Patrick, ne? Ja, damals, als wir Robert Patrick interviewt haben. Und ich habe auch am selben Tag nochmal Terminator 2 geschaut. Also ich hatte dann darauf ziemlich Bock. Also. Ich danke dir recht herzlich für deine Teilnahme hier. Und ja, hast du noch ein Schlusswort? Das überlasse ich dir jetzt. Ich mag Iron Fist trotzdem nicht. Sehr gut, okay. Nach der Buchmesse ist vor dem nächsten Event, bei dem wir heute beiwohnen werden, gell? So ist es, Steffen, so ist es. Ja, jetzt ist auch mal mit der Breedstorm da und wir wissen nicht warum. Also, wir wissen schon warum, aber... Ja, wir machen einen Podcast vor dem Podcast. Genau, wir nehmen jetzt noch mal ein bisschen was dazu auf. Der Breedstorm war ja auf der BookCon. Wie hat es dir denn da gefallen? Ja, ich habe hier schon ein kleines Zwischenfazit gezogen. Das war. Gibt es aber eine andere Episode, deswegen jetzt hier nochmal für die, die es nicht interessiert hat. Okay, der BookCon ist im Prinzip ein Fantasy-Science-Fiction-Treffen in Dreieich, was parallel zur Buchmesse läuft. Und wo man quasi ausnutzt, dass viele Autoren oder sowas sowieso auf der Buchmesse sind. Mhm. Und wird dann parallel eine Veranstaltung gemacht, wo viele Fantasy-Autoren einfach und auch Science-Fiction-Autoren einfach schnell hinkommen können, nämlich schön mit der S-Bahn einfach hingondeln und da ihre Werke vorstellen, ihre Lesungen halten und so weiter und so fort. Und da ich in letzter Zeit doch bahnfahrtechnisch immer mal zu dem normalen gedruckten Buch statt zum Comic greife, war das für mich natürlich ein Fest, speziell wo ein paar von mir sehr beliebte Autoren auch da waren. Ja, jetzt kenne ich die Halle 3 eigentlich, also da war ich schon mal, hat es da reingepasst, hat es funktioniert? Das hat hervorragend funktioniert, es gab im Prinzip eine Haupthalle, in der man sehr gut alle Verkaufsstände unterbekommen hat. Also so wie bei so einer Comic-Con, wir wissen ja Hauptsache Verkaufsstände. Aber es gab parallel dazu in vielen kleineren Räumen, die entweder direkt in der Halle waren oder gegenüber in der Bücherei. Das ist ja so ein von der Stadt so ein Gebäude. Also es war jede Stunde tatsächlich dann eine Lesung und das 8-mal. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Probleme, die ganzen Sachen, die mich interessiert haben, unterzukriegen. Ich meine, wir kennen es ja schon von Veranstaltungen wie in Erlangen, dass da auch immer parallel verschiedene Panels gehalten werden oder Lesungen, was auch immer. Da waren es aber tatsächlich 8 und da ich aus dem Bereich einfach vieles nicht kannte, hätte ich natürlich fast eher noch einen zweiten Tag dazu gebraucht. Muss jetzt ganz klar sagen, wenn das Ding eine Kritik verdient, dann ist es... dass es zu viel zu entdecken gab, aber das natürlich jammern auf hohem Niveau. Ich habe von der Geschichte habe ich mehrere Lesungen aufgezeichnet und vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei. Ich denke, das ist Science-Fiction-Literatur, Fantasy-Literatur, das ist wahrscheinlich auch ein Thema, was viele Comic-Leser anspricht und ja, gucken wir mal. Ja, gut. Wir hatten, was wir erlebt haben, wie gesagt, oder was ich erlebt habe, vielmehr auf dem Comic-Satellit und vielmehr den Signierstunden da drumherum, habt ihr ja vorher hören können an der Stelle. Ja, da haben wir uns gedacht, packen wir doch wenigstens noch ein paar kleine Comic-Rezensionen mit ran, damit wir auch so ein bisschen den Auftrag erfüllen. Und ja, was hast du denn so gelesen in letzter Zeit, was du hier noch
kundtun möchtest. Ja, ich hatte ja nach Erlangen, wo ja der Reinhard Kleist ausgezeichnet wurde für ein Werk von ihm, hatte ich mich noch mal ein bisschen mit seinen anderen Werken beschäftigt. Und da ist mir eins in die Hand gefallen, was ich mir bestellt habe. Und zwar ist es der Traum von Olympia. Hast du davon schon mal was gehört? Ich habe es sogar zu Hause. Ah, aber du hast es wahrscheinlich noch nicht gelesen, ne? So schaut's aus. Spoiler-Alarm? Nein. Also es geht in der Traum von Olympia geht's um die Samia Yusuf Omar. Also es ist eine real existierende Person, die bei den Olympischen Spielen teilgenommen hat vor einigen Jahren. Sie ist tatsächlich, also ist eine afrikanische Läuferin. Und sie ist bei den Olympischen Spielen tatsächlich Letzte geworden. Mhm. Also ist jetzt, es geht nicht um ihre sportliche Höchstleistung, sondern es geht, dass sie es überhaupt geschafft hat, dabei zu sein. Also sie kommt aus einem muslimisch geprägten Land. Da hat sie es als Frau generell relativ schwer, als Sportlerin und generell überhaupt akzeptiert zu werden, wenn sie da durch die Gegend joggt, um ihre Beinmuskulatur zu stärken, dann passiert es nicht selten, dass jemand hier von der Scharia-Polizei sagt, hier, das ist unweiblich, was du machst, du müsstest dich vielleicht mal ein bisschen anders kleiden, das geziemt sich hier nicht. Mhm. Und man muss bedenken, sie kommt aus einem Land, was sehr von Bürgerkrieg zersetzt wurde. Es gab mal ein einigermaßen erträgliches Sportstadion, das ist aber durch die Kriegshandlungen auch sehr zerlegt. Sie kommen trotzdem dahin und treffen sich und trainieren. Und also schon ein bisschen herzzerreißend, wenn man so sieht, wie, natürlich, Kleist legt natürlich auch die Lupe sehr genau da drauf. Wenn du die ganzen extrem durchtrainierten Sportlerinnen siehst, aus den USA, aus Jamaika, aus Großbritannien, wo die großen Läuferinnen, was große Läufernationen im Prinzip sind, die reine Muskelpakete sind, weil natürlich die einen kompletten Trainingsplan haben, die kriegen das perfekte Essen dazu und sie ist eher schmächtig und ist aber trotzdem relativ schnell. Ne? Muss, ne? Es ist, sie kämpft da quasi mit unterschiedlichen Waffen gegen die anderen und verliert dann, aber hat natürlich durch diesen Lauf einen Achtungserfolg erzielt. Mhm. Und die Samia, nach Olympia kommt sie wieder und wird trotzdem von ihren Bekannten und so weiter natürlich gefeiert, weil sie überhaupt, ich meine, selbst wenn man die Letzte bei Olympia ist, ist man immer noch Weltspitze halt. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Und sie versucht weiter zu trainieren, aber gerade, was ich schon angesprochen habe, durch den Islam fällt das in diesem Land halt nicht besonders leicht. Mhm. Und so beschließt sie, ihren Traum vom nächsten Olympia wahrzumachen und versucht, nach Europa zu fliehen. Mhm. Ja, also sie begibt sich auf den Weg von Zentralafrika, ist es, wo sie wohnt, in Richtung Nordafrika. Und auch diese Tour wird geschildert. Es gab wohl dazu, wie Kleist schreibt, auch Facebook-Einträge. Also sie hat da was dazu verfasst, das ist aber mittlerweile gelöscht, sodass er quasi sich da was ausgedacht hat, wie sie das wohl geschrieben haben könnte. Da gibt es leider nicht mehr die Aufzeichnungen dazu. Und es ist auch bekannt, also es war damals auch stark in den Medien, es war ganz normal in der Tagesschau und sowas, dass die halt bei der Überfahrt auch ertrunken ist. Also ist auf jeden Fall, man weiß es nicht genau, aber sie ist auf jeden Fall verschollen, nachdem man irgendwann mit dem Boot losgefahren ist. Mhm. Und das ist natürlich gerade in der heutigen Zeit, wo das vielleicht noch viel, viel mehr in den Medien ist, als in dem Jahr, als es rauskam, das ist jetzt schon einige Jahre her, das war noch vor der Flüchtlingswelle, ist das natürlich ein sehr, sehr aktuelles Thema und das hat Kleist halt wirklich sehr, sehr gut beschrieben. Es gab ja in Erlangen gab es ja die ein oder andere Kritik, ja, warum wird der Kleist wieder ausgezeichnet, der macht im Prinzip immer wieder das Gleiche, muss ich sagen, ich finde gar nicht, dass er überall das Gleiche macht. Natürlich, er ist jetzt jemand, der eher ein Erzähler ist, als jemand, der zauberhafte, wunderschöne Zeichnungen macht, also er hat einen robusten Stil, klar, aber er sucht sich wie bei Cash zum Beispiel auch, er sucht sich einfach für mich spannende und interessante Geschichten heraus und setzt die um. Was man hier sagen muss, ist natürlich, verschiedene Sachen weiß man halt. Ja, also sie hat bei Olympia teilgenommen, sie hatte diese und jene verwandelt und so weiter und so fort. Mhm. Aber es sind natürlich dadurch, dass sie tot ist, dass nicht viele damit sprechen können, weil die Tante, mit der sie versucht hat zu fliehen, ist auch weg.
hat er sich natürlich vieles ausgedacht. Deswegen weiß ich jetzt halt, also es hat biografische Züge, das Ganze, aber er hat interpretiert da auch eine relativ hohe Menge rein. Also das muss man akzeptieren, wenn man das liest, dass man nicht genau sagen kann, jo, ich bin dann, was weiß ich, nach Marokko, Tunesien gereist und da habe ich das gemacht und da habe ich das gemacht, sondern er spekuliert da und beschreibt aber das anhand an Beispielen, wie so eine Flucht generell abläuft. Also wie transferieren die zum Beispiel Geld? Ne? Mhm. Also da gibt es ein ganz merkwürdiges Geldtransfersystem, wo du in bestimmte Läden gehst, gibt es dem Bargeld und dann ruft er in Tunesien an und den er da kennt, der gibt dann da das Geld raus und so weiter und so fort. Also ein ganz abstruses System. Handy-Technologie ist natürlich da auch noch nicht mega verbreitet gewesen zu diesem Zeitpunkt. Also ist alles sehr ins Fantasievolle dann reingegangen, aber trotzdem so, dass es für mich real angefühlt hat. Mhm. Ja, also das, und ich finde es natürlich auch von ihr aus ist natürlich schon eine große Leistung, überhaupt das zu versucht zu haben halt auch. Ne? Mhm. Ich meine, sie hat keine andere Möglichkeiten gesehen, sie hätte bei den Olympischen Spielen fliehen müssen quasi, um aus dem Land rauszukommen, weil das sonst alles nicht so funktioniert hätte, das wäre wahrscheinlich die bessere Lösung gewesen. Aber das ist halt so eine Story, die nicht jeder auf der Pfanne hat. Mhm. Und ich denke, schon dafür, für so eine Auswahl ist Kleist schon sehr, sehr hoch zu schätzen. Mhm. Ja. Ja, du kannst ja demnächst mal lesen, Steffen. Ja, ja gut, ich habe ja, muss mir schon das Mikro geben, sonst kann ich nicht was zu sagen. Ja, ich habe ja von Kleist auch ein paar Sachen daheim, also Kech hast du ja schon erwähnt, mhm. Und jetzt jüngst den Nick Cave Band natürlich auch. Mhm. Und da ist einiges, was noch zu lesen ist. Aber mit dem Nick Cave hatte ich sogar schon mal ein bisschen angefangen. Und ja, muss ich halt irgendwann mal weiterlesen demnächst. Aber ist halt auch so ein Brocken, den man nicht gerade mal so wirklich liest. Aber auf jeden Fall interessanter Ansatz, eben gerade auch so diese Story um Nick Cave so anhand seiner Songs umzusetzen. Also das heißt, er hat dann immer so Kapitel drin, die auch so ein bisschen sich an den Songs entlanghangeln und diese widerspiegeln. Ja, ein anderes Biografie-Thema, warte mal, sind zwei Bände, die ich mir mal irgendwann jetzt nach Erlangen mitbestellt hatte. Und zwar, weil ich von einer jungen Familie gehört hatte bei unserem Kollegen Andi vom Stele-Stammtisch. Er hatte die, wie würde man sie jetzt aussprechen? Also Englisch würde ich sagen Stu und Timo. Pärchen, die auch gemeinsam mit dem Sohn wohl in Erlangen waren und da ihr Zeug promotet haben von der Illustrie. Ne? Und die haben bei Quimby, habe ich das gesehen, dann zwei Bände rausgebracht, und zwar ist der erste Unkraut und Rüben. Das steht auch schon drunter als Untertitel autobiografische Comics. Und der zweite heißt Stimmt so, auch natürlich auch autobiografische Anekdoten und eine Comicfamilie heißt es dann da. Hat mich natürlich erstmal, als ich danach geguckt habe, also erstmal das Konzept überhaupt als junge Familie, als Ehepaar, das sich mehr oder weniger vom Illustrieren ernährt, mehr oder weniger. Dann auch noch einen Comic vorgesetzt zu bekommen, was ja nicht immer einfach ist, gerade wenn man einen Lebensunterhalt damit verdient. Fand ich sehr interessant, das Konzept auch so dieses Familienleben, eben dieser Familie dann umgesetzt in Comics zu sehen. Und dann habe ich danach mal geguckt und das hat mich auch vom Zeichenstil her direkt angesprochen. Das geht in so eine Richtung Mosaik, Franco-Belgisch, Knacks. So in die Richtung würde ich diesen Strich einordnen. Und was kann man inhaltlich sagen? Natürlich nicht viel, das sind halt alles viele Einzelepisoden aus dem Leben dieser beiden. Ne?
Und wie der Titel auch schon sagt, Anekdoten, also alles autobiografisch angehaucht, das kommt, das beinhaltet halt Episoden aus dem Job oder auch aus dem Familienleben im Allgemeinen. Krankheit, wenn der Sohn krank nach Hause kommt, dann dauert es nicht lang, bis die ganze Familie angesteckt ist und so weiter und so fort. Das wird dann halt alles darin verarbeitet, wie man eigene Idole trifft und so weiter und so fort. Also solche Episoden findet man da. Auf jeden Fall sehr kurzweilig und unterhaltsam. Bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Es gibt auch eine Internetseite dazu. Da erscheint immer mal was, aber jetzt auch nicht so in aller Regelmäßigkeit. Aber es ist auch so, dass die beiden das, wie gesagt, nebenberuflich dann machen. Die ganze Comic-Geschichte und meine ich auch sich über eine dieser Crowdfunding-Plattformen unterstützen lassen. Ich meine, über entweder ist es Patreon oder Steady, ich weiß jetzt gerade nicht genau welches. Jedenfalls machen die Bücher auf jeden Fall viel Spaß, weil das wahre Leben überspitzt natürlich dargestellt zum Teil. Ja. Die Konzepte kennt man ja schon von Sacha Borini, Das Leben ist kein Ponyhof, oder früher von Zuckerfisch. So ähnlich in diese Kerbe geht es halt auch. Es ist halt nicht ganz so überspitzt dargestellt zum Teil. Da gibt es jetzt nicht so viele Fantasiewesen nebenher noch. Und aber die Familie an sich reicht in dem Fall halt auch schon aus, völlig, ja, um das rüberzubringen. Und das gelingt sehr gut. Wie gesagt, zeichnerisch ist es auch absolut mein Fall. Und es gibt auch immer so kleine Spielereien. Also früher hat der erste, es sind jetzt halt, wie gesagt, diese beiden Bände erschienen. Der erste hat 9,90 € gekostet. Und da hat man wohl beim Verkauf immer wieder gehört, also hat einen Zehner hingelegt bekommen und hat gehört, stimmt so. Und daraufhin ist dann der Titel vom zweiten Band stimmt so entstanden, denn der hat dann halt auch einen Zehner gekostet einfach. Mhm. So, das ist so eine kleine Spielerei damit. Und kann ich absolut empfehlen. Guckt euch mal die Online-Comics an, die werden dann an der Stelle sicherlich verlinkt sein. Und ansonsten, wie gesagt, für einen Zehner, das ist halt ein A5 großes Buch ungefähr. Jeweils Softcover, so ein bisschen prestigeformatig und aber farbig, vollfarbig und macht sehr viel Spaß. Kurzweilig, unterhaltsam, dicke Empfehlung. Ja. Ja. Hast du noch was? Ja, mich hat es spontan ein bisschen an Oni und Elk erinnert, wo ich das so sehe, ne? Das ist ja auch. Mich zeitweise auch, ja. Mhm. Sehr schönes Ding. Sind denn alle Sachen, die in den Comics drin sind, auch im Netz drin? Weißt du das, oder? Nee, sind nicht alle drin. Okay, weil das gibt es ja durchaus auch, dass es viele machen. Da werde ich gerne mal reinschauen, Steffen. Vielen Dank fürs Angebot. Und, Ja. Du wolltest ja eigentlich auch den bestellen und dann habe ich gesagt, ja, die bestelle ich mir. Also wenn du willst, kannst du dann auch den lesen. Also kannst du gerne mal reinlesen, ja. Sehr guter Plan, Steffen. So sollten wir das immer machen. Nein, wir haben ja zusammen bei Quimby bestellt. Ja. Wer es nicht kennt, also Quimby mit Konrad Wilhelm am Anfang geschrieben, quimby.de. Sehr schöner Laden, gerade für die Independent-Sachen und hat halt auch den Vorteil, dass man viele, viele Sachen, die man da bekommen kann, auch signiert bekommt oder mit kleinen Sketchen drin oder sowas. Teilweise auch Original hier von Fuchskind oder so. Gibt es was zu bekommen, Originalseiten von vielen anderen, alles was von Sacha Borini ist, kann man glaube ich signiert bekommen, also es ist schon eine wundervolle Sache. Schlogger Jahreskalender gibt es da immer auch. Ja, also das lohnt sich vor allem, ich glaube 50 € ist portofrei, ja, also ihr müsst nicht immer bei der bösen Amazone bestellen, sondern ich finde, man sollte gerade solche Läden, die die Szene fördern, auch einfach mal unterstützen und das ist da eine sehr, sehr gute Gelegenheit. Mhm. Ja. Ah, kurze Sache noch, bei dem zweiten Band stimmt so, gibt es auch nochmal jeweils einen längeren Einzelcomic von Stu und auch von Timo jeweils. Und zwar haben die an einer Aktion teilgenommen. Ich glaube, das war eine 24-Stunden-Comic-Aktion oder sowas. Und da haben sie dann auch so ihre jeweilige Sichtweise von einem bestimmten Ereignis dann dargestellt. Und die von Timo war halt wohl
dass er irgendwann mal die Ärzte treffen durfte. Und das ist dann natürlich für mich auch als Ärztefan eine witzige Begebenheit. Ja. Also das ist lesenswert. Auch einen völlig anderen Stil dann wiederum gezeichnet von ihm. Also ja, interessant. Jo, ich habe jetzt mal was Unindiehaftes gelesen. Und zwar ist das tatsächlich das Einzige, was ich mir in der letzter Zeit von Panini geholt habe. Und zwar ist das Wonder Woman Conan, ein Crossover. Und ja, wenn ihr jetzt ein bisschen aufstöhnt, da geht es euch so wie mir auch normalerweise, wenn ich das Wort Crossover höre. Weil in letzter Zeit werden die Crossover immer dümmer, immer langweiliger. Ich meine, du kannst doch nichts gegen Batman Turtles sagen. Ja. Ja. Okay. Jedenfalls, die Crossover werden immer dümmer. Aber das hat mich irgendwie dann doch interessiert, weil sowohl Conan als auch Wonder Woman ja ein bisschen aus so einer, ja, aus so einer, wie soll ich das nennen, aus so einer Mischung zwischen Mythen und Fantasy und aus so einer Ecke kommen, wo was sehr gut zusammenpasst. Ja, also Wonder Woman Basis altes Griechenland und Conan in seinem Universum, das passt eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Ja. Und das wurde hier auch sehr schön miteinander verstrickt. Ja, Gail Simone hat das Ganze geschrieben, die ja auch schon Wonder Woman vorher geschrieben hat. Und wie immer muss es natürlich so einen kleinen Spin geben. Wie kommen wir hier zusammen? Und in dem Fall sind das die Corvidae oder Corvidae. Das sind solche mystischen Wesen, halb Frau, halb Raben, also die sich verwandeln können. Und aber dann auch so ein Zwischending in so eine Art Monster sich umwandeln können. Und die haben beschlossen, sie wollen jetzt einfach mal gucken, wer ist denn der größere Krieger von den beiden. Und haben quasi Wonder Woman in die Geschichte von Conan mit eingeflochten. Es gibt immer wieder Rückblicke, wo sich abzeichnet, okay, Conan hat, als er sehr, sehr jung war, als sein Dorf noch nicht ausgelöscht wurde, hat er eine junge Dame getroffen, in die er sehr verliebt war im jugendlichen Alter. Und die war dann halt irgendwann verschwunden, das wird auch alles erzählt. Und dann trifft er, nach gewisser Zeit, trifft er halt Wonder Woman. Und er ist nicht sicher, ob das diejenige ist, in die er damals verliebt war oder nicht. Es kommt natürlich, wie es kommen muss. Die beiden kämpfen gegeneinander, raffen sich dann aber zusammen oder raufen sich zusammen, um es so zu sagen, und versuchen der ganzen Sache auf den Grund zu gehen. Ich fand es sehr glaubhaft, dass die zwei Sachen zusammengeführt haben. Es wurde auch recht gut erklärt. Es ist natürlich nicht der ganz böse Conan. Ne? Also es geht schon gut zur Sache, gar keine Frage. Aber wir haben schon von anderen Autoren einen viel finsteren Conan gesehen. Allerdings muss man dann natürlich auch dazu sagen, dass das ein Conan ist, der noch nicht so alt ist. Also es ist natürlich nicht der, der schon Millionen von Leuten ausgerottet hat. Und auch nicht später der King Conan, sondern das ist ein wirklich, was weiß ich, ja, keine Ahnung, wie alt würde er sein? 20, sage ich jetzt mal, würde er sein. Und der verhält sich natürlich nicht so wie der abgewichste Söldner, der später werden wird. Mhm. Ja, also das passt schon alles irgendwie zusammen. Und ich wurde gut unterhalten. Also es ist jetzt nicht die epischste Conan-Story, die ich jemals gelesen habe, oder die epischste Wonder Woman-Story, aber unterm Strich passt das ganz gut. Und man merkt Gail Simone halt auch an, sie die Figur sehr gut kennt, auch mit den Nebenfiguren, die noch eingewoben werden. Also das hat schon alles Hand und Fuß gehabt. Mhm. Ja. Und also wer ein bisschen Action haben will mit Schwertern im Reich Conans, wo Wonder Woman natürlich nicht die Fähigkeiten hat, dass sie dann plötzlich fliegen kann und unglaublich stark ist oder sowas. Also das am Anfang hat sie natürlich, wie so oft, das Gedächtnis verloren. Aber es passt unterm Strich zusammen und das kann man sich gut geben. Ja. Wäre das was für dich? Nö. Ja, doch, irgendwie schon, aber ich kenne halt Conan zu wenig, als dass ich da jetzt wahrscheinlich zu viel... Da musst du nicht viel kennen. Ja, wahrscheinlich.
so wie du es beschreibst, dann haben sie den ja dann auch nochmal ein bisschen abgeschwächt und Wonder Woman auch. Und von daher würde ich wahrscheinlich eher sagen, warum macht sie das nicht so und so? Ja, das könnte, müsste sie doch eigentlich können. Ne? Aber naja, gut. Ja, nee, aber so prinzipiell, wie gesagt, bin ich jetzt so Crossovern auch erstmal nicht abgeneigt. Aber ja, ich habe halt auch, wie du es schon sagst, da gibt es halt gute und schlechte. Ja, also da gibt es halt echt viele, wo man denkt, das ist aber sehr arg konstruiert und brauche ich das. Aber ja, das ist natürlich nichts gegen Turtles und Batman. Ne? Da hatte ja der Patrick den zweiten Band erwähnt, den ich auch noch zu Hause habe. Mhm. Den ich demnächst mal lesen werde. Mal gucken, vielleicht werde ich dazu dann auch nochmal meine Meinung hier abgeben bei einem der Podcasts. Aber da wir jetzt gerade schon bei geschichtlich klassischen Figuren waren aus der Mythologie, komme ich da auch gleich zu den nächsten, und zwar Asterix. Da ist mir tatsächlich im Urlaub ein Band über den Weg gelaufen, den ich noch nicht hatte, und zwar Asterix und seine Freunde nennt er sich, und wurde dem 80. Geburtstag von Albert Uderzo gewidmet. Uderzo? Uderzo, Entschuldigung. Und Albert Uderzo, also wie gesagt, hat seinen 80. Geburtstag, der hatte sich schon lange angekündigt, logischerweise. Und man hat sich überlegt, was kann man ihm da Gutes tun. Und es gab ja bei Asterix auch schon mal den ein oder anderen Hommageband, also zumindest einer ist mir jetzt gerade bewusst. Aber ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gab. Und sowas in der Art hat man jetzt halt wieder getan. Und da geht es mir natürlich jetzt hier nicht um die Geschichten, die da drin sind. Das sind ja alles immer nur so zwei Seiten oder manchmal sogar nur ein Seite. Sondern geht es mir vielmehr jetzt mal um die Namen, die dann Uderzo da huldigen. Und da blätter ich ganz kurz mal auf die Seite, wo die alle draufstehen. Und zwar haben wir da einen gewissen Lustzahl, einen Guarnido. Jetzt kommt es natürlich bei mir um den Namen, ne, und der Aussprache. Aber Midam, Alestor und Mourier, Sepp, dann Vance und Van Ham. Oder Vance und Van Ham, keine Ahnung. Buck, Baru, Rosinski und Van Ham, Manara, Turf, Valtteri, also sehr viele Franzosen natürlich dabei, Lodé und Covin, HD und Gérard. HD ist der HD. Ist der derzeitige Lucky Luke Zeichner, ne? Beltran, Carrère, Brosel. Ach Mann! Blödmann! Den wollte ich bis zum Schluss aufheben. So. Du machst mir alles kaputt hier. Der war zu deutlich. Doof. Chidem, Dani, Cousur, Imonen. Ja? Also auch aus dem englischen Bereich zumindest ein oder zwei Namen. TB, Vicard, Graton, ich und französische Namen. Derib, Batem, Forges, Lloyd. Ja? Auch ein alter Franzose. Nee, der Lloyd, der also V wie Vendetta gezeichnet hatte. Und dann, ja, wen haben wir noch? Kuipers und Tagon und Alestor. Und natürlich der Brösel, den der Herr Breedstorm schon vorweggenommen hat, weil das ist der einzige Deutsche in dem Band. Und das ist dann natürlich nochmal eine besondere Geschichte, weil dann er sich natürlich nicht nehmen lässt und Asterix und seine Figur Werner aufeinandertreffen lässt. Und das ist natürlich, das gipfelt alles in ein großes Wagenrennen, wie man sich das so natürlich vorstellen kann bei den beiden. Oder bei so einer Kombination. Und von daher ist das auf jeden Fall mal ein Blick wert, das Ganze. Also da hat man wirklich eine Anthologie an verschiedensten Herangehensweisen. Meistens oder in vielen dieser Geschichten wird natürlich Uderzo selbst irgendwie auch mit reingenommen, also der wird da irgendwie, auf den wird dann irgendwie referenziert, der taucht dann irgendwie auf in der einen oder anderen Rolle, und das sind so viele verschiedene Herangehensweisen. Es ist schon mal ganz witzig, sich das anzugucken, und so ein Softcover-Band von Asterix kostet jetzt auch nicht die Welt, und es ist immer mal so eine kleine Entdeckungsreise, die man da machen kann, also wie unterschiedlich die einzelnen Zeichner und Autoren den Asterix auf ihre Weise interpretieren würden.
Ja, und an Uderzo, der in dieser Welt dann plötzlich irgendwie auftaucht. Ja, ja, auf jeden Fall sehenswert. Und ja, gerade jetzt in der Zeit, in der jetzt auf einmal deutsche Künstler plötzlich anfangen, französische Figuren zu interpretieren. Also wir hatten ja Flix mit Spirou und jetzt kam raus, dass auch der, sag schnell, unser Freund aus Berlin. Flix. Nein, der andere aus Berlin. Der andere aus Berlin? Ja, Mann, ich und Namen. Jetzt fällt mir gerade partout der Name nicht ein. Kinderland hat er gemacht. Marvel. Der macht, Marvel Cinematic Universe. Nein, der macht Lucky Luke demnächst. Ja. Und, sehr geil. Ja, auch in dieser Form der Hommagebände. Und ja, hier. Aber wie auch erstmal nur in Deutschland. Weiß ich gar nicht. Doch, habe ja. ich jetzt gehört, erstmal ja. nur in Deutschland. Gut. Ja, und wie gesagt, hier hat man zumindest auf zwei Seiten, oder ich glaube, bei ihm sind es sogar mehr, also zwei oder drei Seiten. Kannst du ja gerade nochmal nachgucken. Ist es natürlich dann auch hier Brösel, der dann, also das ist jetzt auch eine Paarung, die ich so erstmal nicht gedacht hätte, aber die durchaus witzig ist in dem Sinne. Also einfach mal die Wernersens ins alte Gallien versetzt quasi und ja, da Seite an Seite mit den Galliern gegen die Römer zu kämpfen, also das ist schon witzig umgesetzt, ja. Noch ein kleines Highlight für mich natürlich als Disney-Fan war ein Aufeinandertreffen von Donald Duck mit Asterix. Ist halt auch drin. Wir haben ja, also bei den Namen waren ja auch einige Holländer da dabei. Und gerade aus dem Egmont Verlag kommen natürlich viele Zeichner, die auch für Disney arbeiten. Und da gibt es halt auch so das eine Hommage drin auf jeden Fall, die Gallier auf Donald Duck treffen lassen. Ja. Ja, wie viele Seiten waren es? Vier? Ja. Ja. Also sogar eine der längeren Geschichten in dem Band stammt von Brösel, wie gesagt. Also das ist schon eine witzige Herangehensweise. Was hast du denn noch? Also ich muss erstmal loben, dass Manara erwählt wurde. Ja. Als Freund der gepflegten Altherren-Erotik. Das ist mir klar. Habe ich natürlich gleich mal als erstes geguckt, was auf den Manara-Seiten ist. Da waren sie schon. Ja, das habe ich gesehen. Ja. Und er ist sehr, sehr, hat sich sehr bedeckt gehalten entgegen seinen sonstigen Veröffentlichungen. Klar, das ist ein Werk, was für einen Kinder geht. Und da konnte er jetzt nicht seine sonst bevorzugte Darstellungsweise der weiblichen Anatomie komplett darstellen, wie das im Indian Summer oder wo auch immer zum Beispiel passiert ist. Und da hat er sich hier sehr züchtig gehalten und hat die junge Dame in eine Toga gehüllt, die nur gelegentlich minimal gelüftet wird. Mhm. Aber klar, das, hier geht es nicht darum, irgendwelche Damendarstellungen, sondern jeder soll mal ein bisschen zeigen. Und tatsächlich, finde ich, passt sein Stil da relativ gut zu. Bei dem vom Brösel bin ich teilweise hin und her gerissen, weil das so ein bisschen, er imitiert die normale Optik vom Asterix so ein bisschen und dazu die Werner-Figuren halt, wie sie halt immer aussehen. Und also so richtig... Optisch ja. schwierig, finde ich. Also es fühlt sich nicht richtig an, weil es zu nah dran ist an dem Original, aber dann den großen Stilbruch des eigenen Stils dann wieder hat. Während bei Manara sieht alles sehr so aus, wie Manara halt sonst zum Beispiel aussieht. Also da habe ich dieses Problem nicht, obwohl es nicht so nah dran ist am Original, aber naja. Aber es sind schon sehr schöne Erzeugnisse dabei und den kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Mhm. Ja. Ich habe tatsächlich wieder was Superheldiges gelesen, was eigentlich, ja, also zwei Superhelden-Sachen gleichzeitig vorstellen, ist schon lange, glaube ich, nicht mehr vorgekommen. Aber ich habe den guten Kritiken von Wonder Woman gelauscht und habe mir den Wonder Woman Rebirth Hardcover-Band geholt, wo die ersten 12 Rebirth-Ausgaben drin sind. Mhm. Als es rauskam, auf Deutsch habe ich mich weniger dafür interessiert, aber die Stimmen waren recht gut dazu. Und ich bin ja großer Freund des gesammelten Werkes und habe mich dann für den US-Hardcover entschieden, den ich mir in England bestellt habe, in neuwertig. Was dann kam, war ein Bibliothekseinbandsexemplar
aus Florida, wo der Rücken gebrochen war, oh. wo alles geklebt war und wo halt diverse Markierungen von der Bücherei drin waren, also schon ordentlich gelesen. Und ich habe mich dann aber mit dem englischen Verkäufer darauf geeinigt, dass er mir diesen Band gerne zukommen lässt und ich ihn positiv bewerte dafür. Also den habe ich jetzt quasi so bekommen, aber es ist natürlich, wenn ich was neu... Er sagt, er weiß nicht, wie das passieren konnte. Es ist eh interessant mit diesen Bibliotheksexemplaren, wie die wieder so in Umlauf kommen. Mhm. Er hat gesagt, er hat von DC 2000 Comics gekauft und da war der dabei und die sollten eigentlich alle neuwertig sein. Warum der da mit reingerutscht ist, keine Ahnung, aber ich habe ihn jetzt auf jeden Fall. Mhm. Und ist ja von Greg Rucka geschrieben, den ich spätestens seit Queen and Country sehr schätze. Okay. Bei Modern Tales erschienen seinerzeit. Ruhen Sie bitte in Frieden. Und ja, in letzter Zeit auch immer sehr mit diversen Superhelden-Sachen beschäftigt. Ich fand ihn tatsächlich besser, als er noch mehr eigene Sachen gemacht hat. Mhm. Wonder Woman hat er ganz schön interpretiert, also ist jetzt das Rebirth ist ja im Prinzip das große Jahr. Wir stellen fest, dass in letzter Zeit doch relativ viele Krisen waren und das Universum hat mal dieses gemacht, hat mal jenes gemacht, Leute sind gestorben, Leute sind wiedergekommen und die realisieren das grob gesagt jetzt wieder, dass es so ist und so ist natürlich auch bei Wonder Woman. Mhm. Sie findet sich dann auch erstmal in so einer Art Ausgangssituation wieder, wo sie gar nicht so richtig weiß, wo sie ist und ja, sie fragt sich dann zum Beispiel, wie kommt es eigentlich, dass ich die Amazoneninsel jedes Mal anders dargestellt vorgefunden habe. Also ein ähnliches Problem hast du ja auch, sag ich mal, bei Thor, wo Asgard ist ja nicht genau definiert, wie sieht Asgard aus und jeder Zeichner interpretiert das für sich. Und da können sehr große Unterschiede sein, wie Kirby das gezeichnet hat, Asgard, oder wie das John Ross zum Beispiel macht oder sowas. Mhm. Ja, also das unterscheidet sich natürlich massiv voneinander. Mhm. Und so ist es auch hier. Und das sind so Fragen, die sie sich stellt. Es kommt natürlich auch wieder zu alten Bekanntschaften. Mhm. Also ihr Love Interest, wie heißt es, Steve Trevor ist es, glaube ich, taucht wieder auf und der weiß auch erstmal von nichts. Also die treffen tatsächlich dann nochmal erneut aufeinander. Sehr schön, also was mir richtig gut gefallen hat, ist, wie die ganze Sache mit ihrer alten Feindin Cheetah gelöst wird. Also das ist wirklich sehr beeindruckend gemacht, das hat mir sehr gut gefallen. Aber unterm Strich muss ich sagen, es war mir irgendwann doch ein bisschen zu wirr. Okay. Also es hatte viele gute Ansätze, aber irgendwann war ich nicht mehr komplett in der Story drin. Also das, ich weiß, vielleicht bin ich dann doch zu wenig Enthusiast bei Wonder Woman oder er versucht halt natürlich das ein oder andere Mysterium, Geheimnis, wie er es immer gern macht, da einzubauen. Aber irgendwann hat er mich tatsächlich verloren. Also das ist für Fans ist wahrscheinlich richtig gut. Für mich als Gelegenheits-Wonder Woman-Leser, der wahrscheinlich in seinem Leben mehr Hefte, wo Wonder Girl drauf stand, gelesen hat, als wo Wonder Woman drauf steht. Ja, da ist es eher so Mittel, sage ich mal. Hast du das von Rebirth da gelesen? Oder hast du, noch gar nichts. Hast du irgendwas zu Rebirth gelesen? Mhm. Das freut mich, dass ich nicht der Einzige bin. Aber es hat mich tatsächlich auch so ein bisschen kalt gelassen. Also Batman Rebirth habe ich, aber wie immer bei Batman ist es ja so, da verändert sich ja nicht viel. Das ist relativ konstant halt, was da so abgeliefert wird. Ich hätte natürlich vermutet, dass natürlich wenigstens Green Lantern Rebirth gelesen. Haben tue ich die, aber ich bin ja bei DC einiges hinten dran. Ja. Der Steffen spart für seine Rente. Ja, genau. Ja. Hast du auch noch was gelesen? Jetzt akut nichts. Hm. Der Paperback-Podcast hat vor kurzem auf Twitter jetzt sich mal erkundigt, ob jemand einen rein franco-belgischen Podcast macht, also der nur franco-belgische Comics bespricht. Kennst du da irgendjemanden? Oder? Also einen Podcast, einen bestehenden, kenne ich nicht. Ne? Also wenn, dann ist es maximal immer so, dass es irgendwie gemischt ist, wie bei uns auch. Naja, also da ist mir jetzt nichts bekannt. Die eine oder andere Person, die sowas machen könnte, kenne ich vielleicht schon, aber das ist dann mit der technischen Umsetzung vielleicht nicht ganz so ideal. Also ich weiß es nicht. Ja, also wäre mal interessant, bestimmt, ja.
Ich hätte es auch schon getwittert, ich finde es problematisch, wenn ich einerseits mich natürlich festzulegen, das kann natürlich gut sein, aber Franco-Belgisch, das ist ja auch ein riesiges, also dir fallen dann wahrscheinlich zunächst die Funnies ein, dann gibt es, was weiß ich, die ganze Fantasy-Fraktion von Splitter, es gibt Science-Fiction massiv, die da in dem Bereich sehr, sehr stark ist, schon allein die ganze Masse an alten Flieger-Comics oder an so Rennfahrer-Comics, also das ist ja, sind ja jeweils noch die Spezialgebiete und tatsächlich glaube ich, dass derjenige, der sich gern das Splitter-Album, was weiß ich, die Elfen, die Zwerge, irgendwas holt, nicht unbedingt derselbe Kunde ist, der unbedingt die Schlümpfe braucht. Ja. Wohl die Schlümpfe gut sind fast schon wieder so weit verbreitet, dass das jeder schon mal irgendwann hatte, aber keine anderen Funnies. Ne? Ich meine, der Funny-Markt in Deutschland, Franco-Belgisch, liegt ja auch ein bisschen da nieder, außer es sind die Klassiker, die alten Säcke wie wir halt kaufen, aber ansonsten Funny-mäßig kommt er auch wenig. Ja, wenn, dann brauchst du schon jemanden, der wirklich breit gefächert ist, wie jetzt zum Beispiel der Marshall, der fällt mir bei sowas natürlich immer sofort ein. Und bei dem könnte ich mir das schon vorstellen, dass da sowas drin wäre, weil er dann halt auch sehr viel liest. Wobei der jetzt von den aktuellen Splitter-Titeln oder von den neueren Splitter-Titeln auch nur eine Auswahl liest, logischerweise. Also ist er natürlich auch weit weg vom Komplettsammler, denke ich mal. Von daher, aber bei ihm könnte ich es mir am ehesten noch vorstellen, auch so mit dem Hintergrundwissen und der Geschichte, die er halt hat. Ja, also da ist einiges hinten dran, aber ja, ich schließe nicht aus, dass wir vielleicht mal eine Episode oder eine Spezialepisode in die Richtung machen. Also das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Aber einen ganzen Podcast jetzt, der dann nur monothematisch sich damit beschäftigt, ist halt schwierig. Weil auch wir ja gerade versuchen, genau das eben nicht zu machen, irgendwie monothematisch zu bleiben, sondern eben die komplette Vielfalt an Comics darzustellen. Und sogar an Fantasy-Literatur, ne? Ja, das ist so mein Nebenthema, aber gut, wir Alben haben wir natürlich schon öfters mal, aber ich sag mal, die Trigger-Sachen, das sind ja keine franco-belgischen, das sind ja im Prinzip britische Sachen, oder Karl der Wikinger ist auch britisch und aber natürlich Panini ist da ja auch in dem Markt mit drin, Carlsen ist da mit drin, die ganzen bunte Dimensionen, Schreiber und Leser, da gibt es so viele Sachen, wo du schon sagst, noch nicht mal Splitter kannst du irgendwie komplett lesen. Mhm. Es ist bei mir tatsächlich auch so, dass je länger die Serie läuft, umso schwieriger wird es, mich dafür zu begeistern, weil wenn ich weiß, ich muss jetzt die nächsten 20 Bände kaufen, möglicherweise, wenn es mir gefällt, das ist natürlich dann, das muss es dir dann auch gefallen. Dann muss es mir gefallen, weil es erstens nicht ganz günstig ist und zweitens ist es natürlich auch eine Sache von Zeit, ganz klar halt, ja, ne, die man für irgendwas hat. Ich finde es tatsächlich dann so gut, wie Splitter das macht, dass die sagen, okay, wir bringen jetzt den ersten Band raus und es werden mal 3. Und größtenteils stimmt das dann auch, außer die Franzosen halten sich nicht daran. Das finde ich ganz gut, wenn es solche Vorschauen gibt, dass man weiß, auf was man sich einlässt. Weil, wie gesagt, Fantasy-Serie anfangen mit 20 Alben, schwierig. Also da muss man wirklich Enthusiast dann dafür sein. Ne? Aber ansonsten finde ich das ein sehr spannendes Thema und fände die Idee auch gut, wenn du da mit einem Marshall oder so... Und ich weiß nicht, wen du da sonst noch auf der Pfanne dafür hast, mal was bringen würdest, weil da gibt es, glaube ich, auch noch unheimlich viel zu entdecken, von dem wir wenig Ahnung haben. Der Marshall, der fährt ja auch auf die Cons in Luxemburg, glaube ich, und in Frankreich und sowas. Ne? Holland, ja, also der ist ja überall dabei, wo ein Franzose seinen Stift in die Luft hebt. Ja, ja. Ist er hier am Start und ja, ob der das alles mal lesen kann, das werden wir dann, glaube ich, erfahren. Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, das wäre tatsächlich meine Herangehensweise oder meine Idee für eine Episode oder Spezialepisode, aber wie auch immer, das wird sich mal zeigen. Können wir auf jeden Fall uns für nächstes Jahr mal vormerken. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema und da können wir auf jeden Fall mal was machen, ja, denke ich. Hast du denn noch was? Nö, lest mehr Comics, lest mehr Bücher. Ja. Hört auf mit Streamen und sowas, das bringt eh alles nichts. Kauft lieber mal gedruckte Sachen. Ich mache ja beides. Ja, was hast du denn zuletzt gesehen, was dich bei Netflix oder Amazon Prime geflasht hat?
Da muss ich kurz überlegen. Ich habe jetzt tatsächlich, also das allerjüngste ist eine Zeichentrickserie, die auf Netflix jetzt läuft. Das ist Young Justice, ist aus den USA halt. Gab es hierzulande, glaube ich, so frei gar nicht empfangbar und läuft jetzt halt über Netflix. Sind zwei Staffeln bislang und jetzt kommt noch eine dritte dazu, die über dieses DC Universe Portal in den USA ausgestrahlt werden soll. Und ich meine mitbekommen zu haben, dass die ganzen Sachen, die über dieses DC Universe Portal in den USA ausgeliefert werden, weil sie nicht unbedingt selbst in andere Länder expandieren wollen, dann an andere Drittanbieter vergeben wird. Und das wäre dann in unserem Fall wahrscheinlich sogar Netflix. Also das heißt, Teen Titans zum Beispiel oder solche Serien in der Richtung, Doom Patrol, die haben eine Chance oder eine hohe Wahrscheinlichkeit bei Netflix hierzulande zu laufen. Und da bin ich mal gespannt. Und ansonsten habe ich noch eine Show entdeckt, Penn & Teller Fool Us. Kennst du Penn & Teller? Das ist ein Magier-Duo aus den USA. Und ja. Sieht ein bisschen so aus, als wären die zusammen. Was? Sehen die so ein bisschen aus, als wären die zusammen? Das weiß ich nicht, ob die so aussehen, als ob die zusammen wären. Jedenfalls drehen sie zusammen auf und das seit über 40 Jahren, glaube ich. Ja. Und die haben so ein bisschen den Splatter-Aspekt mit reingebracht in ihre Bühnennummern. Eigentlich genau dein Ding fast. Und haben sich auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, das nicht so als magisches Ding darzustellen, sondern eben als das, was es ist, nämlich eine Illusion. Und in dieser Sendung jetzt hier geht es jetzt darum, dann sind sie in Großbritannien und lassen halt Magier aus Europa mehr oder weniger, also größtenteils aus Großbritannien, aber auch im weitesten Sinne aus Europa vor sich auftreten und bieten denen halt an, in ihre Show nach Las Vegas als Support-Act zu kommen, wenn sie es nicht schaffen, den Trick zu durchschauen. Ja. Und da geht es dann halt wirklich um Nuancen bei vielen Sachen, wo sie dann eine Idee haben, was dahinter stecken kann, aber dann derjenige beteuert, es eben genauso nicht gemacht zu haben und dann geht es manchmal wirklich nur um ein einzelnes Requisit oder sowas und es ist wirklich sehr interessant. Also und die beiden treten dann am Anfang oder am Ende der Show auch selbst nochmal auf und zeigen eine ihrer Illusionen und es ist schon sehr unterhaltsam gemacht, also ja, kann ich auch mal empfehlen. Mal was ganz anderes, so ein Showkonzept halt und kann man sich gerne mal anschauen. Ja, dann werde ich auch noch einen los, was ich nämlich gestern Abend frisch geguckt habe. Alles, was ich nämlich 3 Tage her ist, das vergesse ich. Und zwar ist es Der Hauptmann, ein deutscher Film, der dieses Jahr tatsächlich erst im Kino war und ist jetzt bereits auf Prime. Und zwar geht es da, ist die real existierende Person Willi Herold. Mhm. Und zwar war das ein Gefreiter und in den letzten Tagen des Ersten Weltkrieges ist er in Norddeutschland unterwegs gewesen und ist an die Uniform eines Hauptmanns gekommen. Mhm. Dann hat er seine gefreiten Uniform einfach weggelegt. Also der war 20... Also ist der Hauptmann von Köpenick? Ja, könnte man denken. Und hat dann diese Hauptmannsuniform angezogen. Hat diverse Leute rekrutiert, die er so gefunden hat. So die versprengten Truppenteile, die teilweise desertiert sind oder auf der Flucht vom Feind oder sowas. Mhm. Und hat dann angefangen, als Hauptmann sich seinen eigenen Trupp zusammenzustellen. Und ich hatte das Plakat gesehen, da siehst du quasi, wie er in so einem Geländefahrzeug mit 6 Rädern steht und die müssen ihn halt ziehen. Und da dachte ich, es hätte so leicht humoristischen Anklang. Kam mir auch die Assoziation mit Hauptmann von Köpenick, er wechselt die Uniform und ist das Ganze so ein bisschen lustig, weil das ist alles andere als lustig, weil es beruht einerseits auf normalen Begebenheiten, aber er hat dann auch die Rolle so angenommen, dass er für den Tod von mehr als 100 Leuten verantwortlich ist. Also er ist dann in so ein Lager dort eingezogen, hat gesagt, er hätte den direkten Befehl vom Führer, sich jetzt mal um diese ganzen Typen da zu kümmern. Und dann hat er die einfach mal hinrichten lassen. Mhm. Oder die sind nachher auf der Flucht, haben sie festgestellt, die ersten hissen die weißen Fahnen. Dann ist er einfach zu denen gegangen und hat die erschossen. Mhm. Also ich dachte auch am Anfang, das wird so ein bisschen, ja, Tragikomödie, irgendwas. Mhm. Aber das ist sehr, sehr massiv. Der Film ist komplett in Schwarz-Weiß.
Okay. Ich habe das Ganze dann nochmal ein bisschen recherchiert, was man so an Reportagen und Wikipedia so dazu findet. Also wie gesagt, den gab es komplett wirklich. Und ich glaube, sie haben da auch einen sehr, sehr guten Schauspieler, der das charismatisch rüberbringt, der den darstellt. Also es ist wirklich, das ist kein Feel-Good-Film oder sowas. Aber historisch natürlich sehr interessant, wie man einfach ja durch das Auswechseln der Uniform, die einem eigentlich noch nicht mal richtig passt und wo eigentlich jeder sagen muss, naja gut, mit 20 Jahren Hauptmann, schwierig eigentlich so. Aber durch die Situation hat das halt alles funktioniert. Und so hat er tatsächlich über 100 Leute umgebracht, kam dann noch vor ein deutsches Gericht in den letzten Tagen. Und die haben gesagt, ja, also es ist nicht ganz in Ordnung, dass er die Uniform angezogen hat, aber eigentlich so das Umbringen von über 100 Leuten, das war ja eigentlich in unserem Interesse, weil es waren ja alles Verräter und was weiß ich, Kriminelle, und die hat er ja einfach umgebracht, die haben ihn laufen lassen. Mhm. Und tatsächlich erst, als die Engländer ihn gegriffen haben, die haben ihn irgendwann aufgegriffen, erst dann wurde er zum Tode verurteilt. Okay. Also wurde dann auch hingerichtet, aber das deutsche Gericht hat gesagt, naja, nicht okay, mach's nicht wieder mit den 100 Leuten umbringen. Aber schlimm ist, dass du die Uniform übergezogen hast. Das machst du aber nicht wieder. Ja. Ne? Was auch schon sehr bezeichnend ist halt. Ne? Also sehr spannender Film und auch teilweise dann künstlerisch so ein bisschen auch umgesetzt. Gerade wenn so die alkoholgeschwängerten Passagen dann auftauchen und man im Alkoholrausch dann anfängt, Leute hinzurichten. Aber ich wollte jetzt eigentlich nicht mit so einem Downer hier rausgehen. Nee. Steffen, erzähl was Lustiges. Och, was Lustiges. Ich muss mal pipi. Ist auch ein Downer. Nee, ich wollte gerade sagen. Also ja. Was gucken wir uns denn jetzt an hier? Du hast ja vorhin schon ganz am Anfang gesagt, Podcast vor dem Podcast. Vielleicht können wir darauf noch mal kurz drauf ein. Das musst du als Hausherr hier erklären. Das muss ich als Hausherr erklären. Ich kann da nicht viel erklären. Ich kenne den Podcast ja nicht. Also ich weiß, dass es den gibt. Ich habe da, glaube ich, auch schon mal eine Episode von gehört oder so. Aber wir gehen zu Anytime Late Night. So viel kann ich schon mal sagen. Hier am Hafen. Genau. In Offenbach. Genau, mit Dominik Hammes. Ja. Und einem Kollegen vom Rumblepack, der da mitmacht. Alles auch ein bisschen aus dem Nukuversum so ein bisschen. Und ja, wollen wir mal gucken, wie das live da so abgeht, was sie sich ausgedacht haben, und es werden sicherlich auch viele aus dem Bereich, die hier sowieso wohnen, Richtung Aschebäsch, werden hier sein. Wir haben auf der Hinfahrt schon ein paar gesehen und hören wir uns das mal an. Ja, genau. Und gucken wir uns vor allem auch an. Das ist ja dann der Vorteil mal bei so einem Live-Event. Und ja, ich bin mal gespannt und ich glaube, wir machen uns jetzt mal so langsam auf den Weg. Gucken mal, ob wir die... Wir werden den Altersdurchschnitt natürlich wieder massiv anheben. Wir beiden. Ja, massiv. Aber damit haben wir leben gelernt, ne? Also das ist... Ja, gut, das ist unser Schicksal halt auch, ne? Ja. Und dann sagen wir mal den ganzen jungen Leuten, wo hier... Nein. Okay, bevor ich mich hier im Kopf und Kragen rede, ja. Adios. Die Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Hier im Blog gibt es alle möglichen Informationen und alle Links zum Podcast. Natürlich könnt ihr uns auch bewerten bei iTunes oder bei podcast.de. Zudem gibt es unsere Episoden bei YouTube. Zudem findet ihr uns auf Facebook und auf Twitter. Kommentiert im Blog unter der jeweiligen Episode oder schickt uns Nachrichten über das Kontaktformular. Vielen Dank!